Wir haben hier in der Mitte von uns heute ein kleines Raclette. Jetzt mussten wir an der Decke den Feuermelder abkleben. Neinst du das Maiswasser jetzt? Digga, ja, was geht denn jetzt ab? Ich kann gerade noch nicht so ganz sagen, ob die Leute diese Folge besonders doll feiern oder besonders doll scheiße finden. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Bruder, wir haben kein Klatsch-Synchron gehabt. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Können wir dieses Mal. Holla, die, oh. Können wir dieses Mal bitte unsere, unsere Synchronscheiße hier mit, mit in der Folge drin haben? Bitte stellt das einfach Heidi. mit rein. Heidi. Wollen wir einfach mit einem Song rein starten heute? Ähm. Heidi! <laughs> Deine Welt sind die welt hey, kurz, ich mach kurz mal ein Intro, ja? Okay. okay. Herzlich willkommen zum Edel Talk zusammen mit Dominic und Kevin. Heidi. Heidi. <laughs> Digga, Dominico. Die sind die Berge. Okay? Und damit herzlich willkommen zu unserer Weihnachtssendung. Wir wünschen euch oh von der Büro-Queen und vom Be Bene-Babe. Was steht da? Nee, das ist von Benefit, Bene-Babe. Ah, wir machen Bene -Babe. Placement für eine Firma, die wir gar kein Geld bekommen, Digga, das ist scheiße. anti schaut an diese Firma, wünschen wir beide euch, <laughs> Alter. außer ihr zahlt Geld. Warte, ganz kurz, ich will noch kurz meinen Weihnachtsgruß, schaffen wir das? Ja, also erstmal frohe, frohe Weihnachten. Kann Nein, ich brech ab. Nein, Abbruch. Neu. Neu, Folge neu. Nein, jetzt mach. Wir vom Edeltalk wünschen euch frohe Weihnachten <laughs> und euren Familien und euren Haustieren. Und um das Ganze abzurunden, würde Dominik gerne ein Zitat vortragen von den Ritters. Also, das müssen wir rausschneiden. Warum? Sollen wir das drin lassen? Oder ja. die waren oh, bekennend rechtsradikal? Ja, sagt das trotzdem. Okay. Jetzt ist es awkward. Jetzt ist es awkward. Bro, auch wir gut. können, okay, noch, wir können nichts von dieser Folge. Retalk, Re -talk Nico. Ich habe die Vision verloren, wie unser Anfang war. Wir müssen einen neuen Anfang machen. Nein, nein, wir nehmen. einen neuen Anfang. Nein, wir nehmen den. -talk, wir nehmen Schnitt. Den. Nein, wir schneiden nicht. Schneiden bitte. Es gab keinen Schnitt hier. Wusstest du, dass man früher beim Film wirklich gesagt hat, wenn jetzt zum Beispiel die was aufgenommen haben, früher so, 90er Jahre, ne? Die haben was gedreht und die wollten, dass geschnitten werden, weil sie versprochen haben, die wirklich gesagt, schneiden bitte. Immer. Warte, was meinst du jetzt genau, wenn jetzt quasi die Szene vorbei war? Dann nee, nee, stell dir so vor, die, die drehen jetzt gerade irgendwie ähm, eher, nicht jetzt so Kinofilm, sondern eher so eine Moderation. Mhm. Und da muss geschnitten werden. Dann haben die gesagt, hat er so gesagt, ah, heute besucht uns Anna Feuerlöscher. Aber er wollte eigentlich sagen, Anna Feuermann. Er hat sich versprochen also, er hat Feuerlöscher gesagt auszusehen, okay. Da sagt er, sagte, Anna Feuerlöscher, ah, schneiden bitte. Anna Feuermann. hat er immer so gesagt. <laughs> Das ist von mir so das ist das ist so Hey, von der Büroqueen und vom Bene Babe wünschen wir euch frohe Weihnachten. Okay, das hast du gerade schon gesagt. Ich habe den Faden verloren, wo wir okay. sind. Okay, Freunde, haben heute wirklich, verloren. heute ist wirklich ein, ein ganz, 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 ganz schlimmer Tag. Ähm, also erstmal, wir haben hier in der Mitte zwischen uns für die Leute, die gerade nur auf Spotify oder so hören, wir haben hier in der Mitte von uns heute ein kleines Raclette. Äh, wie nennt man das Gerät? Raclette-Gerät? Ein Raclette. Nennt man das, das gerieben. Ich bloß es sein Mind? Raclette Grill. Nein. Ja. Okay, gut. Wir haben hier in der Mitte von uns ein Raclette-Grill stehen. Und werden heute, und hier hinten haben wir noch so ein paar äh, vegane Frikadellen. Dann haben wir hier Kartoffeln aus der. aus der. Was ist das, Bro? Ja, der Tim meinte, ist fertig. Tim meint, der hat keinen Bock halt, die Kartoffeln zu kochen, was ich ja verstehe. Ja. Und dann hat er gekochte Kartoffeln gefunden im Glas, Bro. Digga, ja. das sieht überreudig aus. Guck dir das mal an. Wir haben ähm, auch äh, so just like Chicken, also Chickenersatz, genau, veganes Bacon. Wir da, haben. Bei haben wir den guten von ja genommen. Ja, da wurde nicht gespart. Die Kuh hatte richtig viel schönes Leben. Wir haben Bonduelle äh, Goldmeister, haben wir die Marke genommen. Wollen Wir wollen von all die Marken vorlesen <lacht> <lacht> ah, von äh, hier. Von, von, von Greenforce. Da freue ich mich auf die Mini-Frikadellen. Ja, auf die Mini auf, haben. Auf, jeden heute, äh, auf jeden Fall werden wir heute direkt was denn? Das muss man ja warm machen, Bro. Nein, das gibt so. Okay, hab ich auch eine. <lacht> <lacht> mm. Jetzt essen wir beide im Podcast und keiner redet. Aber ich sag euch ehrlich, wie es ist. Macht diese Folge euch am besten an, wenn schon langsam so alle ein bisschen einen Tee haben. Mhm. Weil ich glaube, dann ist er halt fast der Vibe. Beim ja. 24. bei uns, ich würde sagen, so die Folge kommt um 18 Uhr raus. Ich glaube, 18 Uhr ist schon langsam so, wo es losgeht mit der Tankerei. Mhm. Käse von Dülschönen Wein dazu, danach schreckt man alle Viere von sich. Können wir aber auch vorstellen, dass viele Leute das hier hören. Ähm, nachdem alles vorbei ist und die oh. liegen so im Bett. Yo, das ist das geilste Gefühl. Am 24. Boah, immer schon so 22 Uhr, 23 Uhr bist du voll fertig mit allem, liegst einfach nur im Bett, komplett zugefressen, zugesoffen, hast keine Geschenke bekommen und liegst einfach nur und denkst so, Digga, das Leben ist so schön, Mann. Mhm. So liege ich da halt mal. Könnt ihr euch richtig vorstellen gerade, wie ich da lieg? Streck alles von mir, <laughs> schau mir irgendwie ein Video an und lieg einfach und denkst: so, Mein Gott, besser. Dann schaue ich mich in <laughs> meinem Kinderzimmer um und sag, Dominik, es hat sich all die Jahre nichts verändert. Leider. Also <laughs> so ist es, ja. Freunde, ich muss ganz kurz erzählen. Wir haben heute wirklich mit diesem ultra chaotischen Start äh, angefangen. Ich bin gestern wirklich ein Stück später schlafen gegangen. Ich glaube um sechs zwei Uhr, Uhr. Sechs Uhr. War es 6 Uhr. Bist du schlafen gegangen? Nein. Sicher? Nein, nein, nein. Bei dem Handy stand äh, 6 Uhr, Letztes Mal Standort. Äh, dann hat meine Freundin mein WhatsApp durchgestalkt. Aha. Oh, <laughs> nein, nein, keine okay. Ahnung. Vielleicht war ich scheißen oder so. Aber ähm, ich bin gestern so um 2 Uhr sind wir ins Bett und haben dann aber noch, jetzt großer Fehler, ich wusste, ich muss relativ früh raus, dann noch Temptation Island eine Folge angemacht. Mm. Ja. es worth gerade? Nee, null. Mm. War null Worth. Ja. Und dann haben wir noch so bis 3 Uhr geguckt, irgendwann meinte ich so, ja, ich will Penso. Und ja, was soll ich sagen? Dann haben <laughs> ja. wir, dann haben wir, dann haben wir, wir machen mal so die Rolo's. Wir machen, wir machen die Rolo's, wir machen die Rollos immer so ganz runter. Was denn? <laughs> Ist das die letzte Folge im Jahr? Oder haben wir da nee, noch eine? Nee, nee, an Silvester okay. kommt, glaube ich, noch eine. Okay. Ähm, Hast du Rollo runtergemacht dann? Ja, genau, wir haben das Rollo runtergemacht. Ja. ja sorry, ich, ich, ich rede nur. Ich sag Rollo. Okay, keine Ahnung. Auf wie sag war du? Mit, rollo? Oder? Ich hätte gesagt, es das heißt Rollo. Rollo? Oder? Die Rollo Rollo? <laughs> Hallo, habt ihr Hunger noch? Mann, sag ehrlich, sag ehrlich, wie war dieser Dialekt? Wie war dieser Dialekt? Von so Ostdeutsch? 7 aus 10. War ganz okay. Das war von den Biele-Biele, Mann, ne? Weil hast du gecheckt. Nee, ich weiß nicht, was das ist. Die, ne, hä? Kennst du nicht den Biele-Biele? Nein, Bruder. Von Schwiegertochter gesucht diesen Clip, wo die sagt, hier Enten füttern, dann sagt sie, Biele, Biele, Biele und dann sagt ihr, was, was, was rufst du da? Dann sagt sie, ja du musst. Kennst ach du das so, nicht? So, doch, 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 ja, ja. Und dann sagt sie, ja du musst Biele, Biele rufen. Und dann kommt ihr und dann sagt sie, ruf sie doch mal. Und dann sagt, und der Typ sagt dann, anstatt dann auch Biele, Biele, wie man es erwartet, ruft er die hätten so, hallo, habt ihr hügger <laughs> <laughs> Als würden die Deutsch sprechen. <laughs> und dann sagt sie, nee, nicht so. Biele, Biele musst du rufen. Und dann sagt sie, dann sagt er, ach so. Biele, biele, biele. <laughs> Digga. Alter, ist das eine Psychologe. <laughs> ist das geil. Das ist, glaube ich, jetzt meine Lieblingsfolge des ganzen Jahres. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Wir machen halt immer die Rollos halt runter. Digga. <laughs> Ey, meine Güte, <laughs> weil wir haben heute gekifft, aber ich schwöre, wir haben nicht. <laughs> ich bin high von dem Endorphin. <laughs> Boah, kurz Finny zitiert hier. Nee, das war was anderes. Doch, stimmt. stehen die mit. Nico Santos. Nee, mit, mit, mit Nas oder so zusammen. Na, mit Nas? Das ist mit, ein amerikanischer Rapper. <laughs> nee, es gibt doch auch einen deutschen. Ja. Oder OJ. J-O? Was <laughs> du von mir, Alter? Da ist doch jemand drauf auf dem Track. Wer halt ist da halt drauf? Alter, ja, okay. ist der das Scheißegal? <lacht> <lacht> Digga, auf jeden Fall habe ich diese Rollos <laughs> runtergemacht. Okay. <laughs> Und dann kommt halt kein Licht mehr rein. Und dann weiß ich halt immer nicht, wenn ich aufwache, wie spät es ist. So. Und das kam halt in Kombination mit mein Handy, wo ich den Wecker auf 11 Uhr gestellt habe, ist quasi ausgegangen. Und dann bin ich aufgewacht und dachte so, ja, okay, mal gucken, wie spät es ist. Aber ich denke mal, es wird so 8.30 Uhr sein. Weißt du, so oft stehe ich so eine Stunde 30 vom Wecker auf und denke mir so, geil, jetzt noch eine Stunde 30 schlafen, weißt du? Ja. Ja. Und ich dachte, es ist so ein Tag, weißt äh, du? okay. So ein klassischer, jetzt nochmal hinlegen. Klassischer 8.30 Uhr Tag. St Stunde 30, nochmal pennen und gut ja. ist, weißt du? Ja. Oder ich wach auf, Handy leer. Ich denke schon so, Ich oh. dachte ja. aber noch so, okay, gut, ich gehe jetzt mal rüber an, an, an Marschers Handy. Ja. Mal gucken, wie spät es ist. Mal gu gucken, äh, wie spät ist es ist, ja. Man muss, man muss dazu sagen, wir hatten halt 12 Uhr diesen Termin für den Podcast hier heute. Mhm. Also wir nehmen wir eigentlich sogar ein bisschen. Wir nehmen heute an einem Mittwoch auf. Ja, nee. So, wir hätten eigentlich davor noch was machen müssen, aber jo, egal. Jetzt ja, ist auch ja, eh ja, alles ja, egal. Ja, ja. Ähm, wir nehmen an einem Mittwoch auf quasi um 12 Uhr oder wollten um 12 Uhr hier sein. Und ich wollte um 11 Uhr aufstehen, damit ich in Ruhe mich fertig machen kann und hierher fahren kann. Ne? Ja. Das war der Plan. Classic. So, ich gehe rüber, lauf, muss einmal aus dem Rum aus, von, aus dem Bett rumlaufen, weil ich sonst nicht reingekommen wäre. Mach so das Handy vom Marshall, da geht es so um. Was? Guckt mich da an? 12.35 Uhr, <laughs> Digga. Und ich war noch nicht fertig, musste noch da hinfahren, also hierher fahren. Bro, Überfilm. Das heißt, ich kam hier erstmal eine chillige Stunde 30 zu spät. Ja. ja? Und dann, als wäre das nicht schon die Krönung genug. Äh, ist heute auch noch der Tag, wo wir rakletieren. Und jetzt mussten wir <laughs> jetzt mussten wir an der Decke den Feuermelder abkleben. Ich weiß nicht, ob wir den mal zeigen können. Und wir haben erst versucht, mit Kondom das Ganze zu machen und haben jetzt aber geswitcht auf die 6 PM-Tüte äh, plus Klebeband, Bro. Und ja, haben jetzt Wahnsinn. oben an der Decke den äh, Feuermelder abgeklebt, Ich, Junge, ich bin mir nicht filmen. komplett sicher, ob das legal ist. Falls nicht, haben wir für den äh, Feuermelder ein Atemloch freigelassen. Dass der noch äh, nee, da ist gar kein Feuer mehr drunter. das ist nur für den Gag. Ja, für den Sat Gag, ja, Satire. Ja, 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 ja. Satire. Aber bevor wir rakletieren, wie du so schön sagst. Äh ich mach schon mal an, ja? Ja, warte, lass doch kurz unsere Tassen davon runternehmen. Bevor wir die nehmen, haben wir aber von Tim vorbereitet bekommen, Apfelpunsch, Bro. Mhm. Dominik sagt schon die ganze Zeit, der riecht wie so Frankfurter Hauptbahnhof-Pisse. Ja, ein bisschen wie Pisse, aber inzwischen geht's. Ja, inzwischen geht's. Ich hol den mal ran hier. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Apfelpunsch getrunken habe. Das ist ohne Alkohol, oder? Ja, ja. Dann holen wir, wir das nicht in die Tasse. Oh, ich brauche Alkohol, sonst kann so, ich den Autofahrer gescheit. Sonst die Kurve nicht richtig. So, ich schenke mal ein bisschen Apfelponch hier ein. Ich habe irgendwie noch nicht rausgefunden, wie man mit so einer Kelle irgendwo was einschüttet, ohne dass immer was daneben geht. Ja, so wie ich das mache. Oder? Ich habe das Gefühl, das ist so ein, so ein Objekt, was noch nicht so ganz zu Ende gedacht ist. Gib mal deine Tasse. Ich bin die Büroqueen. Bro, die haben hier so richtige, also wir, sind ja, wir nehmen ja immer ein Büro auf hier äh, im Keller. Und die haben hier so richtige Bürotassen, wie man es im Bilderbuch kennt von so Marketingabteilungen. Weißt du so, da sitzt dann so einer mit Büroqueen, eine andere sitzt da mit Ich hasse Menschen. Das ist immer ja, der der oder, so. oder sprich mich nicht an vor dem ersten Kaffee und dann ist da so ein Monster drauf <laughs> oder sowas. Ja. Okay, dann, Freunde, auf euch, frohe Weihnachten nochmal von uns, den Edeltalkers. Frohe Weihnachten von den Edeltalkers. <laughs> wir sind Edeltalk und wir wünschen euch edle Weihnachten. Wow. Mit unserer HitMix-CD. Mit den zwölf beliebtesten Songs. Last Christmas. Und dann geht's I was, gave you my heart. Bro, ich habe gesehen, Lil TJ hat jetzt Last Christmas gesampelt auf so ein Drillbeat no und way. rappt da drauf jetzt. Das klingt cool. Das klingt nee, das war nicht cool. Nicht cool? Nee, ich Könnte nicht. man aber cool machen. Bro, ich, ich finde auch dieses, dieses ganze hm, alte Song nehmen und dann nochmal neu drauf rappen, ist auch langsam wieder ausgelutscht. Also ich meine, das Samplen ist an sich richtig geil, wenn es so lowkey ist. Ja, aber Weiß das, ich meine, das kann schon krass kommen, Bro. Das kann schon krass kommen, finde ich. Hast du dieses Sample gehört von, äh, von, als Kani diese Backstreet Boys-Ding genommen hat? Nee, weiß nicht. Das war auch krass. Aber ist noch nicht rausgekommen, der Al. Generell, du hast mir gestern auch was von TikTok geschickt. In, ja, in, in von Lil Yadi. hat gerade, das müsst ihr mal als kleine Musikempfehlung hier. Falls oh. ihr, ja. ihr Lil feiert und aber nicht so viel auf TikTok seid. Der hat jetzt gerade, ich glaube, Part 9 oder sowas davon, oder Part 10 oder so, von irgendwie, der nennt es so. Ähm, versus äh, I'm proud of, mhm. Part 10 oder so. Ja. Und das sind immer so kleine TikToks, wo im Grunde einfach ein Unreleased Song von ihm läuft so ein im -mäßig Hintergrund. Mäßig so, ja? Genau so ein Snippet. Und viele vermuten, dass es halt vielleicht so ein Album oder so eine EP oder sowas ja. wird. Und da gibt es einen Song, ich glaube Part 10 oder sowas. Das ist jetzt, Stand jetzt auf jeden Fall der neueste. Bro, der ist so fucking hart, Alter. Geil. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr geil. sehr, sehr geil. Ähm, ja, also falls das die ist, ja, die feiert, hört doch mal rein. Das, das ist irgendwie geil. so ein krasser. Es ist ein Fluch und ein Segen irgendwie, weil es cool, diese Song schon so vorher zu hören mhm. und so schon ein bisschen sich zu hypen auch auf Sachen. Aber, digga, wenn diese Zeit zu lange ist zwischen, man, man kriegt diesen Hype auf das Sample und man kriegt den Song, kann das einen richtig guten Song richtig ruinieren. Zum Beispiel bei diesem Check. Jack Harlow. Alter, ich wollte genau das gleiche sagen bei diesem Ab'n'App. Ja. Ey, ja. Äh, das war zu Bro. lange. Ich ja. wollte genau das gerade auch sagen. Die, das, das war hat, eigentlich jeder kannte geil. schon diese Hook und jeder hatte schon so im. Du hattest schon den Orb ja. hattest du schon vier Wochen. Das hätte so, so kommen müssen, Woche später, das, äh, der Song. Mhm. Aber es war, es war Retalk zu lange. Warum auch immer die so lange gewartet haben. Ja. Und als das kam, waren alle schon so: oh Digga, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Wie hat so dieser Effekt ist, wenn man, wenn man auf TikTok. Ja, das, das war aber ein sollte. krasser Song, man eigentlich. Dieses Vielleicht kommt er irgendwann wieder. Ja. So auf, auf Retro-Basis. Hast du den A hier schon angemacht? Äh nee. Schalt mal an. Wir haben noch also, wir haben keinen Strom. Ah, Tim macht gerade, glaube ich, ne? Ui, hey, oh, hey, hey, oh, oh, oh. hey, hey, hey. Brandalieren. Hey, hey, hey. Okay, mit was wollen wir denn anfangen? Ich habe übrigens ähm, eine kleine Raclette Empfehlung für es wird wahrscheinlich zu spät sein, aber vielleicht gibt's ja Leute, die irgendwie auch an Silvester oder so Raclette machen. Und zwar holt euch fertigen Pizzateig. Okay, das ist wirklich eine kranke Empfehlung. Das, ja, das, das ist, Also, das, ist, das ja, erzähl das mal. Das ist meine Empfehlung der Woche. Pizzateig, wir waren, wir waren am Wochenende, kann ich ja gleich noch erzählen, bei Weihnachtsfeier von äh, der Freundesgruppe meiner, meiner Freundin. Und äh, da war es ein Ding. Warum hast du gerade ein Feuerzeug in der Hand gehabt? Bro, Tim hat mir das gegeben. Ich dachte, ich muss irgendwas anzünden hier. Ah. Ähm, Pizzateig kaufen, unten reinlegen, dann Belag, eure, also Tomatensoße Belag eurer Wahl drauf und dann, ähm, dann Dings drauf. <laughs> oder, oder mit Soße Hollandaise und dann so Flammkuchenmäßige Nummer. Oh. Oder was ist das? Es riecht so so schon so sogar ein bisschen Flammkuchen hier gerade vom Gerät. Nicht, ne? nicht so so dies. Was macht man da rein? So, ähm, Creme Fresh Creme und sowas. Ne? So eine Creme Fraiche, kräuterquark mäßige Ich mache erstmal kurz, bevor wir irgendwas hier losgrillieren. Wir haben auch den Deal, dass wir oben nichts drauf machen. Mit Lena. Das ist nicht so arg raucht, Aber scheiß drauf. <lacht> 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 mal ist nur einmal mal im Jahr. <laughs> Wir müssen noch unseren fucking Adventskranz anzünden. Boah, es ist doch der vierte. Alter. Weihnachten ist der vierte Advent dieses Jahr. Was ich kurz fürs Protokoll überscheiße finde, können yeah, wir das nicht selbst mit dem Jahr. auch. Marsha, warte mal, warte mal. Marsha findet das mega geil, weil es so satisfying ist. Meine oh, ich. wir sind jetzt quasi Sonntag, Sonntag und dann nächstes Jahr haben wir. Wie viel verschieben sich die Tage immer pro Jahr? Ein Bro, Tag? Oder keine fucking Ahnung. Also ist das quasi dann nächstes Jahr Montag Weihnachten? Okay, immer ein Tag, ne? Das heißt, wir haben dann erst vierte Advent und dann Weihnachten. Das heißt, es wird jetzt wieder länger der Abstand. Okay, das ist sehr gut. War das kurz wichtig für dich? Ja, ich meine, wenn wir darüber reden, muss man es auch irgendwie... Boah, du machst halt hier oben eine kranke Grillung, ist dir das klar? Ja, Dass aber... Wir ich, richtig rauchen. Ja, aber man muss manchmal ein bisschen Abstriche machen. Also, Freunde, wir dachten uns, was können wir so Specialiges machen an, an, an Weihnachten und wir sind halt aufs Raclette gekommen. Ich weiß noch nicht ganz, ob es so eine gute Idee ist. Aber ich sage euch ehrlich, die letzten Ideen, die wir jetzt hier in, also in der Weihnachtszeit hatten, waren auch noch nicht so Bombe. Der Adventskranz sieht aus wie ein Hurensohn da hinten rechts. Obwohl, Real Talk, es geht. Real Talk, man muss sagen, es, es geht echt fit. Es ist echt in Ordnung, <laughs> was ist hier passiert. Ich erinnere an die Vanillekipferl, die... Ähm wirklich rausgekommen sind wie die größten Missgeburten. oder die stehen auch immer noch da ne hat keiner gegessen Keiner ne? hat die gegessen ja, scheiß drauf. bin ich ganz ehrlich die wurden die sind nicht weggegangen gut ähm, also ich möchte mal reklettieren hier mit ein bisschen Boah, das riecht so nach Arsch Mann wo haben wir ein Messer für die Zwiebeln wie sollen wir die so reinmachen Tim <lacht> Tim <lacht> Tim geht muss los <laughs> ey ansonsten mache ich mir einfach nur Käse also das mache ich mir einfach nur Käse ja. und Mais ich glaube ich würde mal, diese... so uh! glaub, würd mal für dieses stinkt so krank ich glaube ich würde mal für dieses schickenmäßige Ding hier gehen in, in Kombi mit äh, Raclette. Tim, bring mal auch noch Teller mit. <laughs> Yo, true! Wir haben keine Teller. Ähm, und dann und dann Ded! <laughs> <laughs> oh habt ihr dieses, habt ihr ich dieses? Ich kann gerade ja. noch nicht so ganz sagen, ob die Leute, diese Folge besonders doll feiern oder besonders doll scheiße finden. <laughs> aber weißt du was? Ist uns egal, wir sind, wie wir sind. Ich bin verrückt, aber das bin ich. <lacht> <lacht> nee, genau. Verrückt, aber trotzdem elegant. Das, wie, was sagt ihr nochmal? Ah, scheiße, Ach, ich weiß es nicht. wir sind zu dumm, leider. Ja. Ähm, würdest du dich jetzt extra verstellen, nur für die Leute? Ja. Ich bin fake. Das ist krass. Ich brauche einen Container, um das mais zu gießen. Dick. Fuck, wie, wie geht die Leine? Ihr seid fake, Digga, ich bin real. Irgendwie so. Ich weiß jetzt, wer auf dem Shindy-Track drauf ist. Wer? OC. Ah, uh, nee. OZ, doch, 100%. OZ ist, Bro, das ist ein Producer. Ja, aber der ist da mit drauf, Bro. Der ja, doch, aber dieses, dieses, was du gerade gesungen hast, ist von Nico Santos, Alter. Aber warum steht da Nico Santos nicht im Track mit drauf? Weil die den nicht reingeschrieben haben. Weil ah, die sich, ja, sag ich ehrlich, haben die sie geschämt? <laughs> ja, safe. Weil ich bin mir nicht sicher bei Nico Santos, ob sich manchmal Leute für den schämen. Weil der wird so selten reingeschrieben. Pass auf, der ist nächste Woche. Nico Santos. Boah, wir können eigentlich Twitch steuern, indem wir halt gucken, über wen wir hier reden. Wir können basically Twitch-Deutschland-Landschaft. Was passiert dir? Wolltest du wolltest doch was zum Schein haben. Ah, oh, ja? Was? Nee, nee, Boah, ich habe gerade hab alle Hände zu tun. Dominik, hier. Dominik, du kümmerst dich um die Zwiebeln. Nein. Muss ich jetzt die Zwiebeln schneiden? Nein, ich kann die auch schneiden, aber du musst jetzt in allererster Linie mal dich beruhigen. Weil du bist gerade richtig, bist, du bist gerade richtig verrückt, wie so ein Kindergartenkind, was frisch aufgestanden ist. Boah, soll ich mal so eine Kartoffel jetzt nehmen? Die sind ja jetzt schon frisch gekocht, also kann man die ja schon essen Ist mal bitte oder? pur. Und ich will gucken, ob du stirbst. Guten Appetit, wir testen jetzt Kartoffeln aus der, aus der Glasstings. <laughs> <laughs> Bist du scheiße? Kartoffeln aus der Glasdings. Wie schmecken die? Geil. Ja? <laughs> ja? Ja. Wie, überrascht dich das? Ultra. Warum überrascht dich das? Also da ist halt so eine. So eine willst du auch probieren? Wie? Ich gebe dir eine raus und fütter dich. Mhm. Ich brauche was zum, zum Da Meistern. ist halt so eine, da ist halt so eine, ähm, wie nennt man das? So eine Soße drumrum, die halt es so frisch hält. Aber Real talk, wenn man die jetzt, wenn man die so einmal abwaschen würde, wäre die echt solid. Mhm. Die sind schon so weich, irgendwie sehr weich sind die. Ja, mehlig kochend. Oh, mehlig. Achtest du, wenn du so einen Kartoffelbrei ja. machst? Achtest du da drauf, welche Kartoffel du nimmst? Generell, wenn man Kartoffeln einkauft, ja. Wenn du Bratkartoffeln äh, machst, brauchst du andere Kartoffeln. Wenn du Salatkartoffeln oder so für Kartoffelsalat. Man muss darauf achten, Leute. Festkochend, mehlig kochen. Was gibt's noch, Kevin? Ähm, festkochen, mehlig kochen. Ich weiß nicht, was es sonst noch Vorwiegend festkochend ist eine Mischung, aber ich weiß nicht, was man die braucht. Ich glaube, Salat oder. So. Ich habe das Gefühl, wir werden mindestens eine Sache heute umstoßen. Ähm, das das aber das ist mir egal. Was du machst du? du? was? machst du gerade? Ja. Trinkst du das Maiswasser jetzt? <laughs> <laughs> Digga, was geht denn jetzt ab, Alter? Er macht sich aus der bonn gold goldmais packung in seine, in seine Tasse rein. <laughs> Digga, ich höre so, oh, das Weißwasser. Oh, das, ist Maiswasser. Oh, oh, das ist Weißwasser. Digga, was zum Fie Wasser, 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 Wasser. Wasser, was. What the fuck? Oh. Äh, nein, Bro, aber das muss man noch abschütten. Wo soll ich es hinschütten? Oh. In deinen Schuh rein oder was? Wo halt in die Ich Tasse. weiß noch nicht, ob Racletts so eine gute Idee war, Leute. Nein, sag das war eine komplette quatsch die Bro, äh, Aber ab die Idee hatte ja Tobi, deswegen beschwerden alle Ed. Uh, uh, Reen.gif auf Insta. Yes. Fuckt ihn über ab, wenn ihr Bock habt. Yes, yes. Das mag der gerne. Ey, wir müssen auch mal hier oben die Bulettis umdrehen. Nein, nein. Ähm, ich kann dir währenddessen mal erzählen, weil Thema Raclette. ich war am Wochenende, war ich ähm, gar nicht so viel am Stream. Ich war tatsächlich mal im Relive unterwegs. Hör auf. In der echten Welt, war. Gut, aber heißt, du mit gar nicht viel Stream, du hast einen Tag verpasst. Nee. Das war ein Tag. Nee, nee, am Freitag war ich auch noch auf der Weihnachtsfeier. Wir hatten am oh. Freitag, hatten wir, wir haben zwei Sachen, Stimmt. haben wir seitdem erlebt. St ähm, <laughs> <laughs> das stimmt. Freunde, wir haben zwei, na gut, ich habe eine Sache erlebt. Kevin hat zwei Sachen erlebt. Ja, genau. Und ja. zwar waren wir einmal auf einer Management-Weihnachtsfeier. Das können wir gleich noch erzählen. Ja. Und dann waren wir, äh, oder ich. Aber ich sag mal, der Teaser klingt jetzt schon mal unfassbar spannend. Also warte da drauf, ja. Ja, es ist wirklich, das war, da kann ich auch noch mal ein, zwei Sachen erzählen. Aber auf jeden Fall war ich am Wochenende quasi mit meiner Freundin bei ihrer Freundesgruppe, okay? Die haben eine WhatsApp-Gruppe und eine Snapchat-Gruppe und die heißt Grapefruit. Bis heute keine Ahnung, warum. Hast du nicht mal, Bruder, du warst vor Ort. Wir ja, haben letztens nee. drüber gesprochen. Ich dachte, du fragst mal Nein, nach. Nein, Bruder, machst du okay, nicht. Okay, darf ich dich was fragen. Bist du bei diesen Leuten? Auf jeden Fall hatten die halt ihre interne Weihnachtsfeier, wir sind hingefahren, so, um das jetzt kurz mal zu. mein Satz erstmal beenden, Junge. Bist du bei diesen Leuten noch auf einem Status, wo du noch so ein bisschen so cool tust? Boah, inwieweit? Ich hab den nicht erkannt. <laughs> <laughs> also du weißt jetzt, wenn ich, du weißt jetzt, wenn ich jetzt bei den. Also, wir sind da jetzt hingekommen und da waren jetzt halt die Freunde von meiner Freundin. Ja. Was, was meinst du genau so, mit ja. cool tun? Wie meinst du das? Okay, guck mal. Bist du so, bist du bei denen so, wie du hier bist? Boah, ich meine, ich kenne euch halt noch besser. Aber ich, mir jetzt nicht, ich bin jetzt nicht irgendwie nur so, ja, Alter, gib mir mal die Kartoffeln. Ich, so, was rede ich jetzt da nicht? Ich rede nee, jetzt normal. Wie redest du? Entschuldigen Sie? Nein. Ich bin mit ich, denen schon. Bist du auf du mit denen? Ja, <laughs> Bruder, ja. Die sind so alt wie wir. <laughs> Also, wir, man freundet sich schon so auf gegenseitig, so auf Joke-Basis. Würdest du sagen, dann verstellt man sich? Also, ich sag so, ähm, Fresse. ja, so, ja, halt so. Aber man ist immer noch so ein bisschen vorsichtig, you know? Ja, ja, weil man weil man kennt noch man, man man nicht, so nicht so 100 crazy. Gut. was ja. abgeht so ja ja aber ich würde schon sagen dass doch das, das checke ich auf jeden doch Fall. die sind alle sehr cool auf jeden Fall <laughs> aber bist du so auf einem Level wo du dich trauen würdest mal zu fragen warum das Grapefruit heißt? heißt ja, oder hast Fall, du ja. Angst dass sie dann so sagen oh guck mal wie peinlich der nein heißt. nein das würde ich das haben sie so sind so freundlich aber dann so wenn, wenn ihr weg seid schreiben die Marsha sofort WhatsApp. ey ganz ehrlich so willst du noch mal überlegen mit dem weil der nee ich glaube ich glaube tatsächlich ich muss mich auch gar nicht verstellen weil ich glaube die Mädels wissen tatsächlich mehr über mich als äh, als du über dich als als ich über mich selber ja weil also bro bei denen ist es so das ist das ist so eine richtig crazy Mädelsgruppe was so diese so was so Dates angeht so zum Beispiel hat Marsha erzählt als als wir uns Ding. das ist eigentlich so eine so eine kranke Red Flag <lacht> <lacht> okay erzähl weiter aber so nee Spaß keine Red Flag aber es ist schon ist schon also hätte ich das glaube ich nach dem ersten Date gehört hätte ich wild gefunden ich bin froh dass ich es erst jetzt gehört habe <laughs> Ähm, Klassischer nee spaß moment Nee, aber du musst, dir, du musst dir vorstellen, wir hatten unser erstes Date, okay? Marsha ja. und ich. Ja. Und sie hat dann ihren Freundinnen eine fucking PowerPoint-Präsentation gehalten über das Date. Ja, gut, vielleicht waren die ja ein bisschen zu viel TikTok geschaut zu der Zeit. Da war es halt Trend mal. Äh, ja, ja? Ja, ja. Ah, ja, ja, auf jeden Fall. Das, <laughs> haben die auch, das haben die auch nur einmal gemacht. <laughs> ja, ja, safe. Ich glaube, das haben die gemacht, die Nein, 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 nein. nein. Marsha ja, meinte, danach so gab es nie wieder eine PowerPoint-Präsentation. Das war nur da. War das so ein Trend da oder was? Ja, for real. Das war so. Für alles Mögliche aber auf TikTok. Man hat immer für alles Präsentationen gemacht. Ah, okay. ja. Die meinten auf jeden Fall, Marsha hat nie in der Schule Präsentationen gemacht, aber dann für so Date macht sie auf einmal. Aber bei Real Talk eigentlich ist es, ja okay, ich check, dass man ein bisschen Red Flag sagt, aber irgendwie auch Green Flag, weil anscheinend bist du ihr schon wichtig. Ja, sie hätte Mann. das ja nicht gemacht, wenn du so ein Überopfer wärst. Also ja. hast du sie anscheinend gut getäuscht. Ja. <laughs> du Bastard. <laughs> nee, aber... Ähm war es denn? Wie war denn dieses Wochenende mit den Freunden? Ja, es, es, war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall chillig. Also, ich kam erstmal slightly zu spät. Du, warte mal ganz kurz. Hat gerade Tim gekichert, als du gesagt hast, ich kam erstmal? Achso, okay. <laughs> Achso, ich, ich dachte, ich dachte, du ich kam, aber das ich geil. Ich kam. Lol. <laughs> <laughs> Weil ich, immer, ich so gucke, ob es fertig ist, gell? Alles wegen allem. Okay. Auf jeden Fall, es war, es war ein sehr chilliges Wochenende. Also, ich kam da an, Bro, ähm, hab Marsch dann abgeholt, dann sind wir zu der, zu der Freundin gefahren, wo wir das halt, äh, gemacht haben. Bro, die ist halt voll eskaliert, ne. Wir hatten sogar nicht nur einen Raclette-Grill, sondern zwei, Bro. Yo, wie viele Leute? Ähm, bro, wie viele waren wir? Wir waren drei Zweier und ein Einser, also sieben Leute. <laughs> naja, wir waren drei Pärchen und ein Single halt. Oh oder eine Single-Dame. Oh mein Gott, Story. Bruder, was, hat so, was tut sich die Person denn an, die da alleine war? Geht's dir gut? Habt ihr mal ein Check-up gemacht bro, im Nachhinein? Bro, das war es, Mascha hat so ein Bild gemacht und ihre Story gepackt, so mäßig ähm, Grapefruit, äh, Weihnachtsfeier oder so, ne? Okay. Und dann hat sie so mäßig alle verlinkt und so. Und dann hat einer in einer hat eine DM geschrieben, Bro, so mäßig äh, dass das richtig gefickt für die eine, die da Single ist. Man hat das gar nicht erkannt. Aber übel viele Leute haben geschrieben, so, dass sie voll Beileid haben mit der einen, die der Single ist. Wo haben die das gemerkt? Weil halt Weiß ich nicht, weil, weil wir halt so sagen. Sa ja, I guess. Über random. Aber es ähm, war sehr cool. Bis zu dem Zeitpunkt, Bro, wo alle auf einem bestimmten Alkoholpegel waren und es dann auf einmal hieß: wir machen jetzt Karaoke. Oh, aber ich gefeiert. Nee. Ich weiß, ich bin großer Fan. Ich weiß, nee, nee Weißt du noch Silvester damals? Ja, ja, ja. Das können wir auch gleich nochmal erzählen. Ja. Aber so, es, es war jetzt nicht, es war jetzt nicht ganz normales Karaoke, dass man jetzt so sagt, okay, ja, wir haben jetzt irgendwie Singstar oder so, ne, oder irgendwie, oder wenigstens, oder wenigstens, dass man sagt, wir machen jetzt so auf YouTube machen wir jetzt diese Karaoke ähm, ja. Version an und ja. singen einfach drüber. Ja. Das nicht. Wo wart ihr denn? Wir du haben seid... aber normal Spotify gehört zu Hause. Wir waren immer noch zu Hause bei der Dame, <laughs> äh, also bei der Person quasi. Und ähm, wir haben halt normal Spotify gehört, aber auf einmal komm, kam so ein Megafon raus mit so einem Verstärker, aber, wo man so gedrückt hält und dann kann man in so einem Megafon reden. Und das zweite, Bro, das zweite war jetzt so ein Mikrofon, <laughs> so ein Mikrofon, wo unten so ein Lautsprecherkreis drin ist, <laughs> wo man dann, so, wo man dann so, so, Ansagen machen kann wie auf dem Rummel so, woo baby baby. Warte mal, und die wurden beide parallel benutzt diese Geräte? Mhm. Also das heißt der wenn man ein Duett gesungen hat, dann der eine mit Megafon, der andere mit Mikrofon. Mm -hmm. <laughs> das hört sich richtig wild an, Bro. Mm -hmm. Was hast du gesungen für, äh, gesungen für einen Song? Gar nichts, Bro. Hä? Wir haben irgendwann... Du also bringst Schande über uns. Die ganzen, die, ganzen die ganzen Boyfriends haben sich dann irgendwann so verkrochen und wir haben dann Bierpong gespielt. Mit oh, so Dosen. fast für die Männer, ne? Ja, also Männer, Männer, cool, also Männer. Dann, okay, wir ich will Ja. <laughs> Deswegen, also die Mädels haben dann so neben uns im Wohnzimmer. Haben die so KMN-Gang gegrüllt über Megafon und Ey, Mikrofon? Krank. Und wir haben Bierpong gespielt währenddessen. Auch okay, das klingt alles in allen nach einem gelungenen Abend. Ja, Nojo war wirklich sehr, Ja, sehr ich meine, das ist mein alles ernst. Ich cool. Also, ich war auf, am Ende auf jeden Fall auch äh, gut betrunken. Das einzige, was ein bisschen anstrengend war, Bro, ich musste halt fünf Stunden hinfahren, dann war halt Saufung und dann Tag darauf fünf Stunden wieder zurück, damit ich an dem Tag noch streamen kann, weißt du? Das war so ja, 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 das ist holy shit. Und dann in Kombination mit, wir hatten den Freitag davor, also das war ja alles am Sonntag, diese Party, diese Weihnachtsfeier, und den Freitag davor, also zwei Tage davor, war wirklich, ich glaube, das Mal im Jahr, wo ich am meisten, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich so besoffen war, Bro. Das war, das war die ähm, die Firmen Weihnachtsfeier, meinst du jetzt? Genau. Also, da muss man ja erstmal sagen, wir, also hier von unserem Management quasi ähm, und von dem Warner-Management von Tonky Tonky Monkey, die haben zusammen Weihnachten gefeiert. Jetzt denkt man ja so Weihnachtsfeier, Digga, was geht da ab? Wird irgendwie so ein Mehrzweckhalle angemietet, irgendwo in Hürth oder so? Aber nein, es wurde für uns eine Burg gemietet. Ja, Mann. Ich möchte das auch so für mich so, dass es das für uns gemacht wurde. Ja, also. Das haben die nicht für sich gemacht, für uns. Das ist so eine, das war so eine übelst krasse Burg, die normalerweise gar nicht so einfach vermietet werden kann, ja. sondern dafür ja, wird, ja aber so die kennen die kennen so über Connections Freimaurer und sowas. Die, kenn, <laughs> über so Connections kennen die halt so Leute <laughs> Opfer. Alter, nein, wirklich. Über so Connections kennen die halt so jemanden, der das dann halt und sowas. Der das halt Mann, nein, Digga. Da sind einfach Vodafone Leute, die so Gewer irgendwas machen da, die so Weiterbildungen. Also hast du geglaubt das yeah. war so ganz obviously eine Cover Story. <laughs> nein, nein, das war echt. Ja? Ja. Auf jeden Fall, auf okay, jeden Fall. Okay. okay. Halt unser Management und das Management, wo zum Beispiel auch Grong drin ist und so von ja. und Simplicissimus, ja. von Dustin, nicht Tonky Tonk, sondern Dustin heißt er. <laughs> ähm, der, ähm, so. ja, die haben zusammen halt eine ne Party gemacht und wir waren halt da, okay? Und es war ist, ist ja crazy. Es hat angefangen, dass, dass wir uns wir wurden abgeholt von so einer Art Chauffeur. Also es war einer der Mitarbeiter quasi ja, von ja. das und so. Ja. Aber wir wurden abgeholt. Es klingt schon cooler, wenn man es also. Klingt cooler, ja, ja also als es ist. Auf jeden Fall sind wir dann halt hingefahren. Es war ein bisschen außerhalb. So Ich glaube, es war in der Nähe von Bonn oder so. Ja. Sind wir ein bisschen so 40 Minuten hingefahren und dann kamen wir so an und dann war so, wie man sich das so vorstellt, glaube ich, wenn man so bei Drake so zu Hause ankommt, war da so ein Springbrunnen und dann so eine die Einfahrt war jetzt nicht so ein Parkplatz, der so Viereckig war, sondern der war so rund und in der Mitte war so ein Springbrunnen. Und man musste so einmal rumfahren. Das sind Goals. Dass man quasi so vom Haus vorfahren kann, Leute raussteigen lassen und dann kann man, können die Chauffeure wieder weiterfahren. Genau, genau. Das ist ganz, ganz krass. Und wir sind, wir kamen so, die, Berg war, die äh, Burg war auf dem Berg oben, wir kamen so von unten angefahren und die hat schon so geleuchtet. Die wurde schon so angeleuchtet. Mm. Und wir sind dieser beleuchteten Burg so entgegengefahren. Also das war auf jeden Fall komplett krank. Mhm. Die, allein schon die Visuals waren krass. Ja, okay. Ähm, und dann sind wir da reingegangen in die Burg. Genau. Dann gab's dann, wir wurden begrüßt, erstmal alles rumgezeigt und so. Unlimited Glühwein. Ja. Unlimited Bar, beziehungsweise nicht Unlimited, aber so. Naja. Die haben doch. so viel gekauft, dass es reicht halt. Also schon Unlimited. War Unlimited. Dann, ähm, dann, Bro, gro große zwei große Seele so mäßig wo alle sitzen konnten an so einer langen also wie so zwei langen Traum. Tischen wie so eine Tafel sag ich mal finde ich immer geil wo so dann, lange äh, Dinger geil da so eine Karte mit Buffet ne Und dann dachte ich halt schon so okay Essen wird schon nice sein mhm. aber so es ist halt auf der auf, wir sind halt irgendwo in NRW so ja, wie ja, geil ja, wird ja. sein wie gut you know? wird sein ja, ja ja bro Essen war wirklich sehr solide fand ich also ah. richtig ich habe gerade das gespuckt sorry Boah, das hüpft da noch I. Oh. ich würde sagen, <laughs> ich würde sagen ich würde sagen Essen war für mich retalk eine neun. Ja Mann, das war Essen also war eine 9. da gab's so Klöße mit ich habe schon wieder gespuckt. Da gab's so Klöße mit so brauner Soße, Digga. Boah. Und das ist so mein Lieblingsessen so und das also von also ich würde sagen, so Top 3 meiner Lieblingsessen. Bro, ich habe mir davon drei oder vier Portionen reingehauen. Digga, es gab über viele, ja. Das war so für alle so Fleischesser es auch Weihnachtsgans, was natürlich auch krass war. Ja. Ähm, es gab geilen Nachtisch. Es war es gab vegane Mousse Schokolade. Bro, es war krass. Viel, Auf jeden Fall viel. danach sehr, sehr danach ich weiß nicht, ich bin ich fall sehr krass immer für so Open Bars, wo man so so viel trinken kann, wie man will, weißt du? Ja. Das sind immer die Male, wo es mich rein, wo es mich scheppert. Ich glaube, dass ich tief in mir auf ein Alkoholiker bin. <lacht> <lacht> jo. Nee, ich glaube, dass ich tief in mir so einen kleinen Schwaben hab, weißt du? Und wenn es halt gerade ist, dann nehme es halt mit. So auf einmal, ich war so, das okay, ja, lass uns jetzt hier einen Shot trinken, boom. Ich habe glaube ich an dem Abend 20 Shots getrunken oder sowas. Ich habe teilweise manchmal alleine mir einen Shot geholt. Aber es, ah. waren halt, es, waren halt so, es waren halt jetzt keine Wodka-Shots, sondern es war so. Ähm, Fireball. So, so Fireball. So, oder ein, so ein Zimt, ey. Äh, so Berliner Luft Ding. oder so. Mhm. Übrigens, bei der ähm, Weihnachtsfeier wo ich war, ja. gab es auch Luft, aber Bielefelder Luft. Es gibt auch Bielefelder Luft. Kennst du das, Miguel? Äh, Digga, das war überall. Das ist das Scheiße, Mann. <laughs> Wie ist das? Ist das gleich vom Rezept? Das ist ungefähr gleich, aber mit so einem ganz, ganz anderen Geschmack nochmal drin. Also kommt nochmal so ein ganzer anderer Geschmack. Ist gleich, aber ein ganz anderer Geschmack? Um, nee, nee. Es ist alles gleich, <laughs> aber ein Geschmack kommt noch on top. Okay. okay. Was für ein Geschmack aber? Kannst du nicht sagen? Estragon. So Kräutermäßig. Die haben einfach, die sind bei Supermarkt Kräuter der Provence, haben noch reingekippt. Mhm. Ja, also auf jeden Fall bei uns war dann wirklich eine gute, gute Sauferei am Start. Ja, Mann, das ging irgendwie ab. Und man muss auch sagen, das war so eine Sauferei, die hat sich irgendwie in meinem Kopf auch irgendwie einfach gelohnt, weil da waren so Leute wie Gronk, die Space Frogs. Bro, da waren so viele Leute, ne? Aber die Leute haben ja nicht gesoffen. Nee, aber ich fand's einfach geil. Es sofen. war ein geiler Abend. Ich fand's einfach geil mit denen. Also, es war einfach eine geile Atmosphäre. So, alle waren irgendwie gut ja. drauf. Es gab gutes Essen. Es war übergut. Es gab, es gab sogar, Snacks. Es, es gab, gab sogar eine oder andere Kräuterhex. War auch Ja, warm. auf einmal ging ein Joint rum. Ähm, CBD. Joint CBD Joint, dann da habe ich mich, also Tomatolix war zum Beispiel auch da, ne? Um jetzt mal ein paar Namen zu nennen, Nova war da, Philo, ähm, boah, ich werde safe irgendwie vergessen. Wrong. Aber dann persönlich für mich muss ich ganz klar sagen, mein größtes Highlight von dem Abend, ich habe äh, Jonas von Simplicissimus. Ja, getroffen. was für ein Atzel, Dega, also den einen Guy von Simplicissimus, die machen das ja, äh, sag ich mal, also das ist ein großes Team, aber so die, die sage ich mal, eigentlich Simplicissimus sind halt zwei Leute ja und, ähm, und den einen davon also den quasi den man kennt als der Typ der oft spricht mhm. der die sage ich mal die alte OG Stimme so ein geiler Typ den ja. haben wir kennengelernt und äh, ich glaube wir können jetzt nicht zu viel sagen über den weil man Nein, weiß auch nicht, nicht sagen. man weiß nicht wer, wer also man weiß gar nichts über den ja eigentlich weiß man wo er wohnt darf man das sagen äh, ja das weiß man Amsterdam ja weil da habe ich gesagt boah ich will eh nächstes Jahr mit ein paar Streamern und so nach Amsterdam gehen, so drei, vier Tage holen wir uns ein Haus, kiffen uns die Birne zu und streamen dann immer. Und dann meint er, safe Bro, sag einfach Bescheid, wie ihr da seid. Und so. Also wir werden auch nächstes Jahr mit ihm in ja, Amsterdam Ja, das meinte ich auch zu dem, wir müssen ihn unbedingt mal klar. irgendwann besuchen. Ähm, also wirklich, Meinst du, er würde in Poddy kommen, aber das ist halt wegen, oh, man sieht ihn halt. Ähm, ja, ich Pixel Verpixeln wir ihn einfach. <lacht> <lacht> Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr nette Arzt hat mich sehr gefreut, ihn Krass kennenzulernen, Mann. Krass. Also wirklich, das sehr, sehr nett. Wirklich sehr, also auch ein sehr smarter Guy, muss man mhm. sagen. Also unfassbar smarter Guy. Ja. Ähm, jemand, der viele gute Investments hat, glaube ich, auch wirkt auf mich. Ja, weiß ich, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Nee, aber, aber es wirkt einfach vom Vibe her, ne? Einfach, einfach jemand, ja. der so sein Leben so krass im Griff hat, einfach schon. So, den kann nichts mhm. erschüttern, Mann. Guter Typ. Wirklich mhm. really guter Typ. Mhm. Oh. Hallo? Oh Gott, sorry. Was ist passiert? Die Bulette ist sehr heiß. Also, ich fresse hier gerade übrigens schon mein erstes Pfännchen. Die, die Kombo aus Mais und Käse ist die beste Kombo, die es gibt. Wirklich? Mach ich nur noch. Mach ich nur noch. Okay. Hm. Nee, aber es war einfach wirklich ein geiler Abend. Es hat sich sehr gelohnt. Also, ich immer weiter reingebechert. Dann auf einmal, Dr. Banks und Austin Elina waren noch da. Bro, dann haben, wir, dann haben wir über Minecraft-Mods und so. Weißt du, das ist irgendwie. Es war so ein random Abend, weil. Keine Ahnung, du stehst auf einmal mit dem Simplicissimus Guy, mit, mit Jonas. Und, und laberst über so, was bei denen abgeht, über Amsterdam. Dann, Bro, du gehst kurz zur Bar. Ja. Findest, sag ich mal so, den Weg nicht mehr so mäßig zurück. Also im Sinne von so... Du, man wird angelabert. Man, man labert mit irgendjemandem. Oder ja. man labert selber jemanden an. Ja. Dann auf einmal, du stehst so zwei Minuten später. Du stehst mit einem neuen Drink und mit Dr. Banks und Austin Medina da. Redest über Minecraft Lucky Blocks. Ja. Dann... Du holst dir wieder einen neuen Drink, gehst raus, auf einmal redest du mit Gronk über die guten alten YouTube-Zeiten. Ja. Weißt du, wie sich alles verändert hat, so auf Wholesome. Ja. Dann, boom, so war es die ganze Zeit irgendwie, so, fand das, war, das war so geil, vor allem man hat mit den Leuten auch so ein bisschen Stuff geredet, den man jetzt sonst nicht so labern würde. Ich weiß nicht, ich stand eine Weile draußen mit Gronk und, äh, seiner Frau oder Freundin, bin ich nicht sicher. Mit seiner Partnerin ja, und wir haben, wir haben über so, <laughs> so Beziehungsstuff und so geladen. Oh also, ja? Ja, ja, also das war, es war crazy. Es war, es war richtig ein richtig schöner Abend. Es gab nur für mich einen Faktor, der mich ein bisschen gebremst hat, was mich im Nachhinein, also was soll ich sagen, geärgert Nicht geärgert hat, aber wo ich dachte, boah, ich hätte mir auch wirklich die Birne, so wie du das gemacht hast, Bruder, komplett die Birne aus. Würdest aus du sagen, ich war krass besoffen schon, als ich da war? Ja. ja? Du warst komplett raus, Bro. Ja. Also bei uns allen hat es gut geklingelt. Ich glaube, Tim war auch kein Kind der, der Traurigkeit da im Abend. Miguel auch, glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich war, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, Bro, und das war das Ding. Ich muss am nächsten Tag um äh, 11.30 Uhr nach Stuttgart fahren. Zur Familie? Nee, wegen Domus. Ah. Weil am nächsten Tag waren die Domus, erzählen wir gleich noch. Ähm, aber nur, dass ihr halt wisst, quasi, ich war auf dieser Feier und hatte die ganze Zeit zum Kopf, Bro, ich kann mich jetzt nicht turbo rausschießen, weil ich muss am nächsten Tag vier Stunden Auto fahren und nochmal vier Stunden, also acht Stunden Auto fahren Boah, krass. Weil wir mhm. nachts wieder zurück sind mit Henke und so. Ja. Äh, aber es war eine Sache, die ich halt trotzdem unbedingt machen wollte, so. Deswegen habe ich dann irgendwann, als es hieß, ey, es fährt jetzt ein Shuttle, das war, glaube ich, so, wann war das so 1.30 Uhr? Ja, du Uhr. warst auf einmal weg. Ich habe auch so. Ich habe dir Tschüss hab, gesagt. Oh ja? Du standst da mit Lena. Weißt du nicht mehr? Du ah, standst das, mit Lena ja, und ich. Ja, doch, doch, doch. doch. Ja. Alter, weil, weil ich habe so überlegt, so. Er fragt gerade, ob er besoffen war. <laughs> <laughs> Marsch, habe ich so, also wir, damit man kurz checkt. Wir sind danach noch in den Club gegangen, sehe ich euch gleich. Und Marsch hat mir, hat mich so gefragt, warum du nicht mitgekommen bist. Ja. Und dann meinte ich so, Digga, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe ihm gar nicht Tschüss gesagt, weil ich habe so in Erinnerung, dass Mike zu mir kam. Okay, wir gehen jetzt in den Club und dann sind wir einfach gegangen. Und so war es, glaube ich auch. Random. Und ich habe gar keinem Tschüss gesagt. So habe ich es in Erinnerung. Ja. Hat Mike dich da weggeschleppt? Ja. Aber dann warst du anscheinend schon weg. Ja, ja, ja. Ich auf jeden Fall. Alter, ich hatte alle Lampen an, Bro. Bruder, ähm, du hattest beim Auto wirklich, wenn, wenn so steht, Öl, Tanken, Reifendruck, du hattest alles. Kupplung abgefallen, Kontrollleuchte ja, heißt. ein Rad hinten links fehlt, <laughs> noch so gehumpelt da. Mm. Du hattest alle auf Vollgas an. Da war alles an. Ja. Aber ich, also ich bin immer auf dem Alkohollevel unterwegs, wo ich mich noch irgendwo kontrollieren kann und wo ich mich an alles erinnern kann. <laughs> Nein, warum lachst du? Warum lachst du? Du konntest gerade fünf Sachen vergessen. Ja, ja, bro, du konntest dich gerade an nichts erinnern, wie du mir Tschüss gesagt hast. What the fuck? Und ich habe Mike's Story gesehen. Mm, oh mein Gott. Alter. Mike's Insta-Story aus dem Club. Also, ihr müsst euch vorstellen, es war jetzt 3 Uhr nachts, ne? Ich schon ultra am Start. Auf einmal kommt Maika zu mir, wie ich gerade meinte. Ey, Bro, lass mal noch ins Flamingo gehen. Also, das ist ein Club in Köln. Dann haben wir uns da so einen, einen von den Shuttle-Guys quasi genommen und er hat dann Nova, Mike und mich ins Flamingo gefahren. Ja. So. Ich glaube, ich habe da nochmal mal genappt auf dem Weg dahin, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr, keine Ahnung. Safe hast du genäppt, Bro. Ich denke oh. mal, ich, ich habe gespuckt? Ja, ich habe gespuckt, sorry. Ähm, und dann habe ich äh, dann bin ich aufgewacht, wir waren da, sind reingegangen, boom. War ganz solide, die Mucke war nicht so mega meins an dem Abend, aber, aber also ansonsten war der Vibe ganz cool. Frage, wenn, das war ja dann irgendwie so 2 Uhr oder 3 Uhr nachts. Ich glaube, es war schon 4 Uhr nachts inzwischen. Ist so spät. Nee, ich glaube, wir sind 3 Uhr nachts von der Location los und die war ja irgendwo in Bonn ja. und der Club ist in Köln. Das heißt, es waren so 40 Minuten F Autofahrt. F ey, 40 und 45 muss man fahren. Und ja. Ich glaube, wir kamen so 3 Uhr 40, 4 Uhr roundabout. Okay, weil in meinem Kopf ist das so, das lohnt sich im Kopf nicht nochmal, wenn man schon so übel besoffen ist, dann nochmal da reinzugehen. Ich glaube, würde ich nur da so stehen. Ich würde sagen so Digga, Musik ist mir zu laut irgendwie. Äh, so, fuckling. Alter, ich war so pumped auf Club an dem okay, Tag. Krass, ja. Also ich war wirklich. Ja, bei ihm hast du so Anfälle, da wo ja. du dann so im Club bist. Ich jetzt. Ja. Oder allgemein. wie nee, jeder. Ja, bei mir ist das manchmal. Also ich krass. hab das jetzt seltener. Ich war auch lange nicht mehr so richtig im Club, soweit ich weiß. Und ich hatte richtig, ich hatte richtig Bock. <laughs> war, so, ja. ich, hatte, ich hatte richtig Bock und dann sind wir da reingegangen und dann waren da halt auch noch so ein paar andere Arzten, die wir alle kennen, so. Ähm, so, Tobi von, von Revi, der Tobi. Ah ja, den ähm, ich eben, ja. Oder Smiley war auch noch da und so. Ja, gut, okay. Also, Keine große Überraschung. Okay, bei Smiley. Smiley ist öfter da. Shoutouts ja. an Smiley, Bro. Ja. Der wohnt da. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, also viele Leute, die wir halt so kennen, waren halt da. Und das war halt auf jeden Fall ein Vibe und so. Und dann habe ich nächsten Morgen, äh, habe ich so gesehen, so eine, so eine private Story von Mike Insta. Also Marsha schreibt mir so, äh, also die war nicht zu Hause an dem Abend. Ja schreibt mir so äh, nächsten Tag so als ich auch gewacht bin, habe ich so eine WhatsApp, so du warst ja überbesoffen gestern. Mhm. Was da los oder Und du so? Und so, hey, was warum? Also jetzt nicht so auf Abfuck, sondern einfach nur ja. so, what the fuck, warum warst du so voll? Ja. Und ich so, hä, hey, woher weißt du das? So, ich dachte halt, okay, irgendwie Tim hat gesnitcht oder so oder, <laughs> oder Mike <laughs> das hat war der erste Gedanke, oder ja. Mike hat irgendwie gesnitcht oder irgendwer hat irgendwie was, ihr was so geschrieben, so Kevin ist übervoll gerade. Ja. Digga, dann gucke ich so Mike's private Insta Story, also die man nur bei enge Freunde sehen kann. Digga, stehe ich so an der Bar, Turbo Bro. Dead Drunk, Alter. Hast du die Story noch am Start? Okay, zeig mal, können du wir hast das? Hast noch am Start? Ich würde sagen, wir blenden das ein. Lieber. Ja, können wir ja, einblenden, einblenden, auf jeden Fall, Alter. Guckt euch das an, Junge. Ich stehe da mit Felix, ah Felix war auch noch dabei, Junge. Oh ich. Mein G Gott, Bro, du bist wirklich auf Alter, Formel, Alter. Ich bin... Okay, ich guck aber auch mit Absicht dumm, ne? nein. Ich guck mit Absicht, doch Real Talk, Real Talk. Du mit deinem fucking Trikot. Oh, oh, Alter, die letzten Sekunden ja, von dem Video ja, sind noch krasser. Warte, warte, warte. Ich seh die von Seite. Hier, guck dir mal die letzten drei Sekunden an. Wenn er wieder zurückschwenkt. Tige, wow, <laughs> da hab ich so ein Wasser in der Hand. Ja, krass. ja also war ich war crazy. auf jeden Fall, also ich kann mich an alles noch erinnern, auch an diesen Moment und so, mm. aber ich war auf jeden Fall dead drunk, holy shit. Crazy. Und dann sind wir irgendwann, also ich glaube, es war auch kurz danach, sind wir reingehauen. Dann meinte ich so, lass mal gehen. Und dann sind, alle waren schon weg, glaube ich, und noch Mike und ich waren da. Und dann sind äh, Mike und ich reingehauen und haben uns noch was zu essen geholt. Yo. Bro, und dann, Junge, schöne raus... Und dann hat Mike vorgeschlagen, lass uns mal einen Döner holen. Yo. Und ich wollte halt einen Falafel-Döner haben. Und, äh, und Mike wollte einen Halloumi-Döner haben, weil wir beide vegetarisch sind. Bruder, kommen ja. wir da an, sagen die so: Falafel und Halloumi haben die nicht mehr. Äh. Haben wir halt beide einen Fleisch-Döner gefällt. Ja. Ist das bei Mike auch nichts krasses? Ja, Mike macht macht das Mike ist der schlechteste Vegetarier, den ich kenne. Das Aber stimmt's. Bruder, ich sag dir ehrlich, es hat mich so satisfied in dem Moment. Bro, ich hab, ich hab das da so reingebissen und dachte so: Das so muss es wow, mal sein. Ja, das ja, ist ja, gerade ja. das, was ich haben will. Ich glaube, ich hatte das letztes Mal. Auch an Silvester, ich glaube, das war Silvester, da haben wir doch in so einer Bar gefeiert, so alle zusammen. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber es hieß so, ey, wir haben irgendwie alle eine Bar. Da war noch auf einmal so Wieland da, Trimax war da und so. Und da haben wir uns auch gut eine reingeschenkt. Und dann irgendwann nachts, als ich so meinte, ey, lass mal abhauen, aber ich habe noch Überhunger, auch noch zum Dönerladen geubert. Ah, ja. Und da noch einen reingefetzt. Wirklich auf dreckig. Ich weiß noch, ich stehe, ich stehe, ich, Steh vor diesem äh, Dönerladen, fress so den Döner, Hälfte fällt runter. Weißt du, wenn du so besoffen bist, Bruder? Mhm. Weißt du, so Hälfte fällt runter. Philippe hält an in der G-Klasse nebenan und sagt: Hey Dominik, was geht ab? Soll wir dich irgendwie mitnehmen? Und ich denke einfach nur: Mein Leben ist einfach nur perfekt, Bro. Also, das ist gerade einfach. Ja, nur ich noch noch so jemand nach Hause gefahren. Die, so die reine Geile. Ich glaube, Philippe hat uns dann sogar noch mit nach Hause genommen, Bro. Und, und ich hatte meinen Döner drin und es war einfach nur noch geil, Mann. Mhm. Ey, wirklich, Shoutouts an alle Dönerläden, die vor allem ihr Fleisch bisschen geil machen. Man muss jetzt, wir müssen jetzt langsam mal in 2024, ist ja das Jahr der neuen Vorsätze. Apropos, Anni, ah nee, wenn die Folge hört, ist es zu spät, glaube ich. Aber in der nächsten Folge will ich ein bisschen die Vorsätze von den Leuten äh, noch mal so. Wie aber letztes ist zu Jahr. Spät? Das ist doch dann die äh, Silvesterfolge. Hören ja. die das vorher noch? Wenn ja. Wenn ihr die morgen auf, den morgen auf Bro. Ach so, ah, okay. Okay, aber wenn ihr das hört, werden wir in der nächsten Folge ähm, eure Neujahrsvorsätze ein bisschen roasten und uns ein yes, bisschen anhören. Yes. Aber alle Dönerunternehmer. Bitte mal als Vorsatz für nächstes Jahr aufhören mit dieser komischen Hackfleisch-Spieß-Scheiße da. Macht bitte gutes Fleisch dran, wenigstens, ja? Und mehr vegane Döner lehnen in Köln. Mhm. Weil es gibt letztlich nur einen. Mhm. Was soll die Scheiße? Das ist easy. Mehr vegane Döner. Das, dafür, deswegen solltet ihr mich wählen. Boah, wir, wir, ganz ehrlich, wenn die jetzt kommen würden und sagen: Hey, in so fünf Jahren, ja. ihr beide, so Kanzler von Deutschland, so zum also ersten Mal in Deutschland ja, in der Geschichte. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Nein, wegen so, Sachen verändern auch und sowas, weißt du? Ja. Ich wollte erst fragen, Bürgermeister, aber es ist langweilig. Wenn, wenn die jetzt sagen, in so fünf Jahren, 2000, sagen wir 2040, schöne Zahl, 2040 wird es neue Bundeskanzler geben in Deutschland. Zum allerersten Mal in der Geschichte sind das zwei Personen. Wir machen eine Doppelspitze auf, ja. Und das sind wir so Ein bisschen beide. wie bei Voice of Germany, wo es diesen Doppelsitz gibt. Genau. Wir sind, wir sind real talk. Wir bauen uns wir auch diesen Boss Sitz aus. ein. Wir bauen uns den Sitz des Bundestag Boss, Boss aus von Deutschland. Wenn das Gesetz nicht gefällt, dann drehen wir uns um. Dann müssen die Regierung unseren Rücken reden. Würdest du machen? Zwei Jahre Bundeskanzler? Auf gar keinen Fall. Warum? Ich sehe mich nicht als kompetent genug. Das ist Quatsch. Mm -mm. Na. Doch, du bist auch nicht kompetent genug. Bruder, was musst du? Du musst das Wichtigste ist, dass man ein reines Herz hat und einen offenen Kopf. Ja, ich glaube wirklich, dass also ich weiß, du sagst es ein bisschen aus Joke, aber ich glaube, nein, das ist so. 100 Prozent. Also ne, du, musst du, das, halt du musst keine Ahnung von einem. Du hast ja die Fachberater für alles. Ja, Digga, aber hey, wenn du jetzt Bundeskanzler, der kann doch auch nicht Ahnung haben von Agrar, von von von, von Außen Dings von innen, nee, das von Sozial. Schon, aber ich glaube, du musst ein bisschen Bisschen was checken von allem, wie es läuft. Bro, genau? wir können rechnen. Wir sagen, wenn die sagen, wir haben eine Milliarde Schulden, sagen wir, okay, hör zu, wir müssen eine Milliarde sparen, wo sparen wir? <laughs> Alle Straßenschilder abmontieren, verkaufen wir. Metall, Altmetall. Oder ich habe so viele Ideen schon. Direkt, frag mich, sag mir ein Problem, ich gebe direkt die Lösung. Okay, Klimawandel. <laughs> ja, okay, jetzt let's go, jetzt du. Okay, Real Talk, das müssen wir auf die anderen Länder abschieben irgendwie. <laughs> Da müsst, das ist jetzt okay. so ein. Okay. Bro, ich nehm's zurück, ich glaube, du bist doch ein Politiker. What the fuck? Job, da würde ich eher die andere Länder die Verantwortung nehmen, ja? Da würde ich mal ganz groß mal mit einer Lupe über, 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 über äh, fucking Atlantik zu den Amerikanern schauen und sagen, you better äh, make the car smaller. Not this car so large, please. Weil in Deutschland will ich ungern, äh, dass wir da irgendwas ändern müssen. <laughs> Aber sag mal noch ein Problem, ein anderes. Dominic for President. Oder? <laughs> Ey Leute, wenn ihr mich wählen wollt, ich mache euch so einen Link unten rein. So eine hm. Petition. Ähm, Sag noch was. Boah, was ist ein. Vielleicht auch ein Problem, was dich so im Alltag stört. Weißt du, so was, was, ja. was könnte ich so verändern? Okay, Döner ist zu teuer gerade. Real talk, Bro. Es kann nicht sein, dass wir 8 Euro für Döner zahlen oder Okay, sowas. Richard, weißt du, was ich machen würde? Was denn? Ein Stück, weil ich würde ja alle äh, Altmetall verkaufen. Ja, von den, von den Straßenschildern. Straßenschildern. Ey Bruder, es gibt zu viele Straßenschilder in Deutschland, okay? Zum Beispiel muss da nicht so stehen, ähm, Schulweg bis, von 9 bis 13 Uhr oder sowas. Da würde ich einfach das wegbauen oder so, einfach alles wegmachen. Auch ein paar Leitplanken und so braucht man nicht immer an jeder Stelle Leitplanken. Nehmen wir raus, verkaufen wir und ich würde von dem Geld sagen, es gibt eine Dönerladensubvention. Jeder Dönerbesitzer kann sich anmelden und kann sagen: Hey, ich möchte gerne einen Dönerbude aufmachen und der Staat gibt dir Cash dazu. Und ich würde auch eine Döner-Preisbremse eine Preisbremse reinhauen, Bro. Ein Döner darf nicht teurer sein als 5 Euro. Ich finde auch, 5 Euro ist die Grenze. Real talk. 5 Euro, und wenn dann muss es aber auch schon so Digga, wegen mir 6,50 Euro, okay. aber dann muss das so ein Premium der Ultra-Döner sein. Checkst du? Ja, ja. So der Average-Bahnhofsdöner, äh, der darf nicht über 5 kosten. Wir machen 5 Euro. 5 Euro. Wenn jemand erwischt, einen Dönerladen, wo er einkauft, der ist teurer, ruft der Ordnungsamt an. Die hm. kommen direkt mal an den Laden zu. <laughs> wenn, wenn, so instant, Alter. So sofort <laughs> zugeschlossen. Wenn ein Dönerladen sagt ich möchte gern teurer sein, weil wir haben Premium-Döner, meldet der das an, kommt eine Kontrolle, die probiert. Oh, so oh, und der muss mir einen schicken. Die müssen mir einen schicken. Ich probiere, wenn ich sage, der ist okay. Dann darf sage ich, Bro, okay, du darfst 7 Euro machen. Bro, imagine, das wäre so, dass ein Restaurant nur XY teuer sein darf, wenn es XY gut ist und es gibt eine staatseigene Essensjury. Ey, Re-Talk, das klingt das erstmal dumm, aber eigentlich ist das smart. Oder? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, also, jemand, der, ist halt subjektiv, jemand, oder? Jemand, der scheitert. Ja, aber gut, dann können das doch 100 Leute probieren, sag wir mal. Aber jemand, der halt dann scheiße. Es müssen macht, aber auch zum Beispiel auch, es müssen aber zum Beispiel auch 100 Leute verschiedener äh, Kulturen sein. Weil ja, zum so Beispiel, machen. wenn wir halt irgendwie Fischaugen nicht feiern, aber halt zum Beispiel jemand, der in Asien irgendwo aufgewachsen ist, feiert das mega, ja. weil es halt bei denen in der Kultur ist, dann würde das ja bei uns schlecht bewertet werden. Obwohl es eigentlich für manche Leute mega geil ist. Checkst du, was ich meine? Ich würde halt den Besitzer vorher fragen: Hey, was ist deine Zielgruppe? Und wenn er sagt, ja, meine dann dann Zielgruppe du halt besoffene sind Asis und dann musst du halt dann sechs besoffene Asis hinschicken, oder was? Ja, stimmt. Nee, das, da ist eine Lücke. Also ist ja. Da gut, da, gut, okay, ich sag ja nicht, dass ich direkt die perfekte Lösung habe, Bro. Aber so ein bisschen. <laughs> Kein, boah, mach mal mit Mais bitte. Das ist so lecker, Bro. Ich will es mal probieren, erstmal bei dir. Ich bin nicht so der Mais-Fan. Okay. Das ist nämlich irgendwie süß und salzig. Ich probiere mal diesen veganen Bacon, ob der gut ist. Oh ja, dann würde ich mir auch mal einen nehmen. Vor dem das ist extrem hart. Ich bin nicht so der Bacon-Fan, muss ich sagen. Und veganer Bacon hört sich irgendwie in meinem Kopf nicht so geil an. Aber. Es also ist auf jeden Fall hart. Ja, du hast den auch ein bisschen zu sehr gegrillt, Digga. Guck mal, der ist hier komplett schwarz schon. What the fuck? Ja, der war direkt schwarz so, keine Ahnung. Oh, der ist ja komplett oh. Aber ich habe auf jeden Fall schon Bacon gegessen, der genau die Konsistenz hatte. Ist okay, Ist okay. Doch, ist okay. 8 aus 10, würde ich sagen. Schon ganz geil, kann man machen. Das kann man schon machen. Mhm. Wenn man jetzt so vegetarisch ist, und man vermisst krass den Geschmack so, ist auf jeden Fall in Ordnung. Mhm, auf jeden Fall. Voll interessant. probieren hier ja, Mann. Was ist so deine Go-To-Pfanne? Ich meine, wir haben jetzt hier gerade ja nicht alles. Aber was ist so deine Go-To-Raglette-Pfanne? Also, wenn wir es zu Hause machen oder so generell, dann ähm, immer Kartoffeln eigentlich. Aber ich muss die so ganz in so Scheiben schneiden. Ja. Heute machen wir ein bisschen sparsamer, ja. Aber Kartoffeln in Scheiben geschnitten, unten rein als Base. Dann Mais. Zwiebel. Aber die Zwiebel eigentlich ein bisschen angebraten. Mhm. Und, äh, und dann eigentlich schon der Käse, manchmal Champignons. Das ist geil. Ja, ne? Ich glaube, dass ich langsam anfange zu verstehen, warum Leute Mais so krass feiern. Wow. Ich, war, ich kam von, von, ich hasse Mais krass, zu, ich feiere es immer mehr, auch in so Salaten und so. Aber ja, bin jetzt immer noch kein krasser Enjoyer. Aber das ist gerade sehr lecker, muss ich sagen. Ja, das ist eine geile Kombo, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, warum das bei mir so ist, aber ich habe schon immer. Also ich hatte nie so Sachen, die ich richtig eklig finde, glaube ich. Boah, ich müsste jetzt auch echt lange überlegen, was, was ich richtig eklig finde. Ich habe halt oft zum Beispiel sowas, dass ich. Ich mag zum Beispiel Oliven nicht, okay? Ja, aber das aber, ist ja. aber, aber ich check, wenn ich Oliven esse, warum Leute das feiern. Und ja. deswegen würde ich nicht sagen, ich finde es eklig. Checkst du? Du magst es. Ich esse es und ich merke so, alter irgendwie, ich mag es nicht. Aber ich verstehe in dem Moment, warum enjoyen das Leute. Mhm. Genau das gleiche bei, äh, bei so Kapern vielleicht, obwohl Kapern echt reulig sind. Boah, okay, Kapern würde ich vielleicht sogar sagen, das ist in der Kategorie von mir von den wenigen Sachen, die ich jetzt nicht sagen würde, okay, gib mir mal. Mhm. Aber ich, also ich könnte es runterbekommen, wenn es zum so Essen Kapern drin sind, würde ich jetzt ja, nicht so sagen, ja. oh, sorry, ich kann das nicht essen. Ja, ja. Aber ich versuche halt manchmal, weil das haben wir ja beide so ähnlich, dass wir uns immer versuchen, so Leute reinzuversetzen. Ne? Mhm. Und ich versuche mich dann immer so reinzuversetzen, wenn Leute so ganz krassen... Sachen nicht mögen und wenn jemand, vor, wenn jemand so ist, dass er ganz viele Lebensmittel nicht mag, dann denke ich mir immer so: Wie muss ich das für den so anfühlen? Weil Real Talk, ich kenne das Gefühl eigentlich nicht. Also klar, wenn du mir jetzt irgendwie so was Ekliges hinstellst, weißt du so zusammengehäckselte Lunge und Leber und, und irgendwie so, dann sage ich auch okay, ja, ob wir es irgendwie eklig. Du meinst so von den normalen normalen. Ja, Sachen. aber es so von allem Standardzeug oder ich kann eigentlich, also wenn ich ins Restaurant gehe geht nicht ein Gedanke von mir daran, dass ich was nicht mag in dem Gericht. Real Talk, ich glaube, das ist, ich habe das letztens gecheckt, dass das, glaube ich, was, was, was Seltenes ist. Ich gehe einfach durch die Karte und denke einfach so, auf was habe ich jetzt Lust, aber Meinst du, das machst du nicht vielleicht auch unterbewusst, dass du so denkst, oh. Nee, Real Talk, ich glaube nicht, Bro. Okay. Weil ich zum Beispiel, äh, zum Beispiel Julia hat so, dass die kein keine Koriander und keine Petersilie Ja, hat. oh mein Gott, bei Marshall ist auch ganz, ganz stark Koriander. Dann mag sie nicht Pfeffer. Und letztens hat sie noch irgendwas gehabt, oh, sie, mag kein, it, sie mag kein Zimt. Oh. The fuck? Okay, das ist, krass. Das ist wirklich krass. Aber Koriander check ich halt. Da hat man ja, ja rausgefunden, das ja dass so, das ne? genetisch ist, ja. Und Petersilie ist ja verwandt mit Koriander. Deswegen macht es Sinn. Sie mag halt diesen Geschmack allgemein nicht. Boah, ich finde das krass, weil ich finde, für mich ist es unvorstellbar, weil meine, also 90% Prozent meiner Lieblingsessen beinhalten Koriander, Alter. Ja. So, so eine gute Föh. Fö. Von Vietnamesen, ich hoffe, wir sprechen es richtig aus. Ähm, also so eine, so eine Nudelsuppe. Ja. Digga, da sind sechs verschiedene Koriandersorten drin oder so. Ich hab <laughs> ja, das <der ich> <laughs> mal nachgemacht <laughs> zu Hause, Bro. Da, da ist so viel Koriander drin. Ja, Julia schreibt immer, wenn wir bestellen, schreibt sie halt hin, ohne Koriander. Und sie kriegt das dann auch ohne Koriander. Aber ich stelle mir immer vor, wie die in der Küche da richtig das Hackmeck haben, Bro. Hm. Weil die so denken: Fuck, wie sollen wir das machen? Das ist impossible. Ja, so. ja. Bro, ich habe das schon voll auf dem Stream angesprochen. Und ich glaube, wir haben es auch schon mal im Podcast angesprochen. Aber ich habe jetzt eine Frage an dich und ich meine die 100% ernst, okay? Boah, das ist schon mal ein geiler Start. Wie kann es Restaurants geben, die schlechtes Essen machen? Also ich rede jetzt nicht von mittelmäßigem Essen, sondern ich rede wirklich von richtig schlechtem Essen. Wie geht das? Weil Bro, du musst ja nur ein einziges Mal hingehen und das testen mhm. und weißt, okay, es schmeckt scheiße. Restaurants mit hoher Besucherfluktuation. Okay, ich verstehe, was du meinst. Dass halt viele Leute halt kommen und die müssen schnell fertig sein. Genau, das. das Aber ist meinst du nicht, du kannst auch gutes Essen schnell machen? Nee, nee ich meine nicht das unbedingt. Sondern ich meine Restaurants, die nicht darauf angewiesen sind, dass Leute unbedingt nochmal wiederkommen. Ah, du meinst quasi, dass viel durchwechselndes Personal Genau. Ist. Zum Beispiel in so einer typischen touri stadt an irgendeinem typischen touri punkt wo man halt weiß, hier kommt jedes Wochenende ja, okay. 10.000 neue Touris in die Stadt. Und davon werden 300 ins Restaurant kommen. Die kommen aber, aber nie wieder wahrscheinlich. Aber Bro, meinst du nicht? Meinst du nicht ich habe das Gefühl, es wäre genauso aufwendig, einfach gutes Essen zu machen. Oder sag ich mal, nur 5% aufwendiger, gutes Essen zu machen. Und dann, also es muss jetzt nicht das, die beste Pasta zum Beispiel sein auf Erden, ne? Ja. Aber ja. mach doch einfach eine, also, mach doch einfach eine, die schmeckt halt. So eine, die halt so eine 7 aus 10 ist. Dann würden doch Leute, wenn sie nochmal da sind, sagen, dann lass uns da nochmal hingehen. Okay, ich habe zwei Gedanken dazu. Also, ich check erstmal den Punkt. Und ich finde es auch. Ich, ich finde es auch unverständlich, aber ich könnte es mir auf zwei Arten erklären. A, die kriegen kein gutes Personal. Also, dass es vielleicht schwer ist, je nachdem, wo du bist, in welcher Stadt und was für ein Restaurant das ist und so, wirklich gute Köche zu bekommen, weil die sind vielleicht schon in den ganz guten Restaurants einfach schon weg. so. Mhm. Oder du kannst gar nicht so viel bezahlen, wie der gute Koch kochen, äh, kosten würde. Kann halt auch sein, ja, eventuell. Oder, und das glaube ich viel öfter, die merken gar nicht, dass das nicht geil ist. Das ist das, was ich nicht checke. Ich glaube. Die, die leben einfach in, der, in ihrer eigenen krassen Welt. Und ich habe da gestern oder vorgestern einen TikTok dazu gesehen. Das war von einem italienischen Restaurant, ich glaube sogar aus Köln oder sowas. Die haben quasi so ein TikTok gemacht, wie die halt ein Gericht zubereiten. Aha. Ist ja so gerade übel Standard, dass halt Restaurants auf TikTok sind. Und der Küchenchef er macht so ein bisschen TikToks, so ein bisschen promoten. Ja. Funktioniert bei voll vielen ja auch voll gut. Mhm. Und die wollten das halt auch so machen. Und haben, ähm, wollten irgendwie Gnocchi machen. Äh, Gnocchi mit einer Sahnesoße und Spinat. Irgendwie so, right? Mhm. Bro, und das war halt, das TikTok war halt, er startet so, ey, okay, wir machen jetzt erstmal die Gnocchi, Digga. Dann, dann siehst du halt, wie er das halt aus so einer Fertigpackung nimmt, die Fertigpackung aufmacht erstmal und die Gnocchi so reinschmeißt, ja? Das Ding ist, viele von den anderen Restaurants nehmen es wahrscheinlich auch, kaufen die wahrscheinlich fertig beim Großhändler ein. Ich denke, die wenigsten machen die frisch, I guess, sage ich aber mal. Aber... Bruder, zeigt das doch nicht im TikTok, weißt du? Erstmal wird das Ding aufgemacht, Bro, dann nimmt er halt so eine Fertigsahne, Ding aus dem Tetra Pack, leert das drauf oh und dann schmeißt er halt noch so Spinat rein und sagt halt, so hier sind jetzt die Nudeln Spinat. Aber du hast ihm angemerkt, dass er jetzt dachte, holy shit, Bro, ich habe hier richtig geil gekocht, weißt du? Er war nicht in seinem Kopf, dass er dachte, ja okay, ich habe das jetzt halt so, das ist so, okay, okayes Gericht so, was jede Hausmutter auch zu Hause. Sondern In seinem Kopf war er, glaube ich, ein krass Restaurant. Er war ein krasser Koch. So. Mhm. Die Kommentare haben mir den Hops genommen. Vielleicht mein, du meinst du, es gibt einfach Leute, die, die, die das die nicht, die, die das nicht, die, also, verstehst du, was ich meine? Die, ich weiß oh, was ich, ist, ich, ich die könnte das, das moralisch nicht ein, ein Essen verkaufen an Leute, was scheiße ist. Boah, ein ich, Produkt rausbringen, was scheiße ist. Boah, ich glaube auch aus meiner Rosins Restaurant-Erfahrung, ich glaube, viele wollen es nicht wahrhaben. Die irgendwie, die, die, die ahnen das schon, die checken das schon so ein bisschen. Aber das würde bedeuten, sich einzugestehen, dass sie gar nicht so ein krasser Koch sind, wie sie es die letzten Jahre immer dachten. Dass sie actually vielleicht sich fortbilden müssten. Bla bla, bla 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 Und das ist ziemlich eine krasse Selbsterkenntnis. Und es ist viel einfacher, in seiner Welt zu leben und zu sagen: Ja, gut, ich hab doch die Gäste, die kommen doch trotzdem, denen schmeckt es doch irgendwie trotzdem. Mm, ja, okay. und so. Also, Bro, Real Talk, ich meine, klar, sind die, diese Rosinen-Sachen, ist auch viel gestaged und so. Aber was sich wirklich durchzieht durch alles, ist ein absolut krankes Denial, in dem diese Köche leben. Selbst wenn die schon verschuldet sind und wirklich die Kochen die größte Scheiße, Bro, die denken wirklich, das ist krass. Hm. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht ist es wirklich so, dass man so das verdrängt. Ja, ja. Ich glaube. Ja, da habe ich noch, da habe ich noch eine Sache, ähm, wenn du Kanzler wärst, die ich gerne geändert haben möchte. Ja. Habe ich schon mal angesprochen. Ich möchte, dass wir an Autobahnen, wenn man rausfährt an einem, an so einem Autohof, ja. dass es da nicht nur, äh, Surveys, irgendwie ruppige Salamibrötchen ja. und Bocky gibt. Und Coffee Fellows. Äh, Burger King. Und irgendwie, weiß ich nicht, äh, Utes Schnitzelstube, sondern es wäre <laughs> geil, wenn wir da endlich mal was hätten, was vegetarisch ist und was einigermaßen. Es muss wegen mir nicht mal vegetarisch sein, aber mach irgendwas, was einigermaßen Nährwert hat, Bro. Ja. Irgendwas, wo man sagt, Alter, das kann ich mir jetzt reinhauen, ohne dass ich in den nächsten vier Stunden Autofahrt denke, mein Arsch sprengt sprengt. Oder dich. say no more, mach ich dir. Aber was würdest ich du das da sein? machen? Was wäre da? Also, ich würde wieder viel mit dem Thema Subvention arbeiten. <laughs> ja. Oder du kannst nicht einfach Geld drucken. Naja, ja, Stichwort äh, Metall verkaufen. so ja. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Naja, ich würde schon wirklich Sachen finden, wo mir Geld einsparen kann. Würde ich eng mit Mario Bar zusammenarbeiten, mit seiner Steuerverschwendungsshow da auf RTL <laughs> und würde da einfach gucken. Was wo, macht der da? Ja, der deckt der Fälle auf, wo Steuern verschwendet wurden. Also, Retalk, Mario Bar, das wird glaube ich at this point vom vom Verfassungsschutz beobachtet. Mhm. Bro. Also der Mann ist sowas von von oft oft fucking. Das tracks. hast du vorhin auch angesprochen. Ich habe nur gesehen, er hat jetzt Merch, wo oder so drauf steht irgendwie. Ähm, ich gender nicht. Ich habe einen, äh, einen Abschluss oder ein so. Ein Schulabschluss. Schulabschluss. ja. Ich habe halt so, ich habe halt so einen. Das war das Opening Bit von seiner aktuellen Show. Ist, dass er rauskommt und so halt ein bisschen die Leute begrüßt und dann sagt er: Ach so übrigens, wer jetzt irgendwie denkt, dass ich heute Abend hier irgendwie gender oder sowas, das könnt ihr euch gleich, das könnt ihr euch gleich abschminken, äh, weil das wird heute Abend nicht passieren. Also könnt ihr gehen. Ich werde heute nicht gendern. Und weißt du, was da passiert? Alle klatschen. Aber Bruder, ein Applaus. Das hast du nicht gehört krasse Applaus. Wo ich denke, holy shit, nicht nur der Typ ist, ich glaube, Mario Bart ist jemand, der actually Leute anzeigt, aber nicht nur der Typ ist anscheinend völlig in seiner Welt gefangen, <laughs> sondern. Soll mir ja kurz sein, sein, seinen Satz <laughs> kurz gestritscht auf <laughs> was, was man ähm, vom Gericht noch vertreten könnte. Christian Solmecke, der Chip hat übernommen gerade in meinem Gehirn, mhm. äh, sondern auch anscheinend alle im Publikum sind völlig delusional. Und hey, weißt doch, du, mal, ich, check, ich check ja auch, wenn er das nicht macht in seinem Genau, weil das Ding es ist Es geht ja. nicht darum, dass er nicht gendert, es geht darum, dass er das so erwähnt Bro, und ich, so geht. Hallo, hier gendert auch keiner von uns, größtenteils. Ja. Ich gender doch auch nicht. Weißt du, wen es juckt kein Mensch. Er juckt keinen Mensch einfach. <laughs> ja, weißt du, ja, was ich ja, 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 Du hättest doch einfach deine Fresse halten können. Aber ich finde das, und das nimmt nämlich schon ein Level an Ekligkeit an, weil er sich so aktiv entschieden hat, das so auszubauen. Also er redet da Real Talk so drei, vier, fünf Minuten drüber. Er sagt das nicht nur, das geht dann noch weiter, Bro. Er sagt dann noch das, ja, ja, weil ich habe ja einen Schulabschluss. In der Schule, ich habe so viele Diktate gemacht, jetzt soll ich das alle neu lernen? Hatte Digga, halt die Fresse, was ist das überhaupt für eine Comedy, Bruder? Ihr könnt euch alle wirklich... In Zeiten vom Internet, wo ihr doch anschauen könnt, wie die Amerikaner das machen, wie kann es immer noch Leute wie Mario Barth geben und Kristallbruder? Unter unserem TikTok, wo wir gesagt haben, eben dem Ranking von den Chris, wo ich Kristall auf die 5 gepackt habe oder so, mhm. gibt es so viele Leute in den Kommentaren, die sagen: Digga, check ich nicht Kristall, beste Comedian in Deutschland. Richard, wenn ihr das denkt, dann ist mir alles klar, warum es hier so <laughs> läuft, Digga. Wenn ich, Ey, Kanzler, Crystal, bin, wenn ich Kanzler bin, wird es wirklich ein comedian geben. Kristall, wenn du nächste Woche Rainbow Six streamst, dann tut es <laughs> wirklich leid, Digga. Bro, bestimmt Real Talk, das mein ich doch. Man muss ja auch mal aufhören, das immer alles persönlich zu nehmen. Privat ist das bestimmt doch ein netter Mann. Aber jetzt bitte, bei Gott, wir werden doch jetzt nicht anfangen, uns hinzustellen und zu sagen, die Comedy ist gut. <laughs> Digga. Es ist nicht gut. Es, tut, es ist meine Meinung auch. Mhm. Ihr könnt auch eine andere Meinung haben. Ihr könnt ja auch euch dann einen Podcast jetzt eröffnen, euch hinsetzen und sagen, also das, was Dominic gesagt hat, finde ich Quatsch, ich finde das ist ein super Könnt ihr ja auch, ich spreche nicht eure Meinung ab. Aber in meiner Welt ist das völlig unbegreiflich, wie das Olympiastadion voll ist bei Mario Bart. Und die Leute klatschen sich den Arsch ab, wenn er sagt, ich gender nicht. Ja. Problem. Ich ich alle ist ein von, von allen Problem, Namen aufschreiben, Strafzettel. Ich glaube, es ist ein Problem. Klatschen ein bei Mario Problem. Barth. Wenn ich Kanzler werde, stimmt Strafzettel. <laughs> Das ist ein bisschen so Diktaturshit, dann, ja, wenn die Leute glaub, zu einer bestimmten comedian nicht. Ich glaube, Real Talk, wenn ich Kanzler werde, wird es, glaube ich, für die Diktatur werden. <laughs> okay, chilling. Aber halt deswegen solltet ihr mich nicht wählen. Ja. Weil ich glaube, ich flipp dann aus. Ja. Ich habe hier seit so einer halben Stunde hier so ein paar Tomaten, ist mir gerade eingefallen. Vorhin, ja, als wir drüber gesprochen haben, ist jetzt ein bisschen politisch und sehr deep. Aber kann es eine Diktatur geben, <laughs> die gut ist? Ich es erstmal ganz kurz, ich find's so geil, wie viele Leute bei unseren TikToks von dir so schreiben, dass du so ein links, linker, versifter Typ bist und so, Bro. Auf TikTok bist du richtig als linke Sau verschrien. Ja, das ist so geil. Ich, was sag ich denn? Ich sag doch gar nichts. Und das ist so geil. Das sind manchmal nicht mal Sachen, wo du politisch redest. Einfach irgendein random Clip von dir, wo drin schreibt. Dicker Platte, diese linke Sau. Ich kann's <laughs> nicht mehr sehen. Ich kann den nicht mehr hören. Oder jetzt würde ich auf die Straße gehen und irgendwie Molotow-Cocktails werfen. Boah, also die, die haben krass sich an die einen abgefressen. Ja, keine Ahnung. Aber, ähm, kannst eine Diktatur geben, die gut ist? Ja. Wie, wie definieren wir gut? Ich glaube, es kann Land geben, Wo, in dem es geht, die Leute. Also, Wenn ich, so? ich frage mich, ob es so eine. Oder anders gefragt, zum Beispiel früher, ein Königreich krass. ist ja auch so eine Art Diktatur gewesen, oder? Würde man schon sagen. Digga, ich glaube, wir müssen unseren Lehrer anrufen, Bro weil ich weiß gerade an dem Punkt, weiß nämlich gerade nicht, wie die Definition von Diktatur ist. Weil vielleicht ist in der Definition schon drin, dass der Herrscher quasi dem Volk Sachen nimmt, also weißt du? Ah, das ist, dass, der, dass der Herrscher egoistisch handelt. Quasi. Genau. Oder oh, das kann sein. Weil ja, dann lass uns das anders frame. Ich meine, im Sinne von, kann es eine, eine Staatsform geben? Ja. Oder kann es einen Staat geben? Der nicht demokratisch ist? Der nicht demokratisch ist, wo eine Person an der Macht ist. Wo aber jeder das hat, was er braucht, und wo alle Menschen oder die meisten, sagen ich mal, most, die meisten, sagen wir 90 Prozent, jeder wird schwierig wahrscheinlich, aber wo die meisten Leute in alles, An, in alles bekommen, halt. was sie haben. Ja, ich glaube ja. Und wo, wo, wo Leute 90 oder mehr glücklich sind. Ja, ich glaube ja. Warum? Weil, warum nicht? <lacht> 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 naja, also ich meine, also es gibt auch nichts, was dagegen spricht, oder? Also das ist das einzige, wo, was da das Problem ist, ist wenn jemand sagt, ähm, ich möchte, weil also ich fahr es kurz anders auf, was der, was es ja trotzdem geben kann, ist genug Essen für alle, äh, gute Jobs für alle, eine Wirtschaft für alle. Das ist ja, da spricht ja nichts dagegen, dass das eine Diktatur ist an sich erstmal. Mhm. Das Land kann ja Handel betreiben mit anderen Ländern. Du kannst, wenn du bewohntes Land bist, darfst du in Urlaub gehen, wohin du willst. Du darfst alles machen, basically, ja. Du darfst ja alles machen, du hast keine Einschränkungen, right? Das Einzige, was dich ja einschränkt bei einer Diktatur oder bei einer Ein-Personen-Herrschaftsding, ist, dass wenn du jetzt geboren wirst in diesem Land und du sagst, ich fühle mich dazu berufen und mein ganzer Lebenszweck und mein ganzer Lebenswunsch ist es, politisch mitzugestalten, und das funktioniert dann aber nicht, weil es gibt halt in dem Land zum Beispiel keinen Bundestag, es gibt keine kein Wahlsystem, kein Wahlsystem hm. so weil es gibt halt nur diesen einen Typ und es gibt halt die, seine Verwaltungsleute, die das dann äh, kontrollieren und so. Äh, aber so das wäre der Einzige, wo ich sage, da kannst du dich nicht verwirklichen. Aber, aber sonst guck mal, meinst du nicht, es würde, würde ab einem bestimmten Punkt, so wie es halt jetzt auch in der jetzigen Politik, in der Demokratie passiert, irgendwann den Moment geben, wo Leute sagen, die aktuelle Politik-Situation feiere ich nicht. Egal, ob das jetzt rechts, links, whatever ist ja. oder was auch immer. Egal, ob es in keine von diesen Richtungen geht, sondern einfach irgendwas anderes, feiere ich nicht. Dann werden auch Leute unzufrieden sein und auf Dauer wird es doch immer ne, einen Teil der Gesellschaft geben, der unzufrieden ist mit dem, wie es gerade regi regiert ja, wird. Egal, wie es regiert wird. Genau, oder? aber das ist ja immer. Also das haben wir auch jetzt in der Demokratie. Also wenn du aktuell mal anhörst, was die Leute so über die aktuelle Regierung, Regierung und so sagen, ist eine große Unzufriedenheit. Mhm. Das stimmt, aber mit dem Unterschied, dass man in dem jetzt sozusagen die Möglichkeit hat, dann mitzugestalten, mehr oder weniger, aber halt ja, okay, fair, aber man, okay. man im Grunde schon. Theoretisch gerade ja. auf Papier, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, okay, fair. Also natürlich kann nicht jeder einzelne Bürger alleine entscheiden, was da jetzt passiert, so es, aber ich meine, so du kannst deine Stimme abgeben und bist Teil von wir machen es anders oder Teil von wir machen so oder wie auch immer oh, weißt du Ich habe da letztens so einen spannenden Podcast da zu dem Thema gehört. Da haben die das angerissen, dass es ein Land in Afrika gibt, wo das glaube ich basically gerade so ein bisschen passiert, wie das wir besprochen haben. Aber ich weiß gerade nicht mehr welches Land das war. Äh, es gibt auf jeden Fall ein Land, das war hatte halt vor äh, in den letzten Jahrzehnten auch viel Bürgerkrieg untereinander und so. Es gab zwei Volksgruppen, die sich bekriegt haben und so generell viel Armut und sowas. Und da ist jetzt, das ist basically jetzt eine Diktatur, das ist ein Typ an der Macht aber es ist so eine technokratische Diktatur. Das heißt, der Typ äh, bringt, will halt extrem so den Fortschritt und so voranbringen, technischen Fortschritt und sowas, ja, als mhm. Diktator aber. Und da hat einer erzählt, ey, ich bin vom Nachbarland, quasi die gleiche Autobahn, die führt von dem einen Land ins andere. Ich bin gefahren, da sind wir noch in dem Arm, in dem normalen Land halt, sind wir auf so Schotterpisten und alles. Dann kommen wir in dieses Land von diesem Diktator, oder auf einmal Autobahn, auf einmal Straßenbeleuchtung. Ja, okay, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass, dass die Leute da glücklich sind. Nee, genau, aber so. Also ich glaube, in Nordkorea gibt es auch Orte, wo es richtig Hightech-mäßig aussieht. Mm. Jedenfalls Frame, die das immer so. Ja, gut. Aber Ich glaube, ich glaub, es gibt Das, halt ein paar, ist, ja, ich das glaub, ist zumindest so der Ansatz. Also das ist so zumindest ja. das Nächste, glaube ich, wie es gerade ist auf der Welt irgendwo, wo man mal hingucken kann. Weil da ist halt einer, der sagt, hey, ich bin Diktator, aber ich will Startups haben, ich will die Wirtschaft voranbringen und so. Klar sind die Leute deswegen nicht automatisch glücklich, aber es gibt Fortschritt, es gibt Infrastruktur, es gibt Wasser, es gibt Abwasser, es gibt äh, Jobs. Das ist ja schon mal ein, schon mal ein guter Grundstein, um irgendwie das äh, um um die Zufriedenheit der Leute zu erhöhen weißt du wie ich meine mhm. aber es ist halt ein Diktator so wenn der irgendwann du ausflippt bist du halt am Arsch da musst du den halt stürzen ja, oder ist, so Bro das ist crazy, das ist crazy. spannend Man, so diese Politsachen interessieren mich irgendwie in letzter Zeit weiters mehr also so, so vor allen Dingen auch so hypothetische Sachen auch so ich, äh, ich gucke immer mal wieder so ein Mr. Wisdom to Go Video oder so, wo dann irgendwie das Thema ist, wenn Hitler an die Macht gekommen wäre oder so, was wäre dann... Äh, wenn, äh, nee, wenn Hitler, sorry, wenn Hitler gewonnen, hätte. gewonnen hätte, den Krieg, genau. Da gibt es ja wär sogar dann? eine Amazon-Serie dazu. Ja, was? so... Ich finde so Sachen sind voll interessant, so hypothetische Dinge, weißt du? Hast du die mal geschaut, diese Serie? Nee. Wäre vielleicht eigentlich was. Ja. Ähm, Bro, wir haben jede Woche, also wir haben wir eingeführt unsere Rubrik Die Edlen 5 wir brauchen noch wir brauchen noch ist einen das der name ist das äh, die edlen die fünf edlen fünf bro sind Komplett wir so ein podcast von, von samsung wirklich. sind wir sind wir so ein podcast der so jingles braucht da haben wir voll oft drüber überlegt brauchen wir so ein, bräuchten wir so einen jingle den es am anfang gibt oder bräuchten wir so einen jingle so okay wir kommen jetzt zu unserer rubrik und dann halt die edlen fünf und dann drücken wir so einen knopf und dann kommen so die edlen fünf mit so, dann so ja dann fünf, dann ist so kurz pause setzt so fünf, kurz ab fünf, so kurz stille fünf. So, dann machen wir mal, weißt du, so diese, bauen ja, wir das? Ja, aber ich sag dir ehrlich, Bro, wir haben jetzt, actually unser Podcast gibt es jetzt fünf Jahre, Bro. Wir, wir haben gerade Jubiläum. Wir, soll, wir sollten nichts ändern, oder? Wir sollten nichts ändern. Nee. Wir sind so fucking OGs von, Bro, ruhig. for real. Wir haben angefangen, da war das noch, da, wir haben angefangen, da haben Leute noch gelacht, wenn du Podcast hast. Ich sag, Podcast, Pff, wo höre ich das? Und jetzt, guck uns an. Hier <laughs> sitzen wir dir, du hast deine Mütze mit deinem Dings abgestimmt, von Farbe her. Wir haben gerade Raclette gemacht, uns geht's gut. Du hast eins von den drei T-Shirts an, die du immer durchwechselst? Das stimmt nicht, das ist neu. Okay. Ich habe richtig ich hab viele T-Shirts an. Nein, Bro. du aber immer drei, du hast immer, du hast, in meinem Kopf gibt es drei Outfits von dir. Ja. Okay, einmal, es gibt irgendwas so, was Neues, was du gerade bekommen hast, zum Beispiel wie ja. heute. Dann gibt's, ähm, du hast irgendwas von Vested an. So ein T-Shirt von Vasset. So ein T-Shirt, ja? Ja. Okay, gut. Ich trage nur noch Vesset. Bro, du hast so ein T-Shirt von Vesset, da steht hier so Vesset. Und dann das dritte Outfit, was ich von dir kenne, ist der Flauschpullover. Du hast so einen weißen Flauschpullover, den hast du gefühlt immer an, Bro. Das ist, also habe ich nicht immer an, habe ich oft an, weil ich den mag. Und immer wenn man den anhat, kommen alle und sagen so, oh man, du bist so flauschig. Das ist auch cool. Und ich habe noch, hab noch den Rollkragen, das Rollkragen-Outfit. Stimmt, stimmt. Der Rock, Rock. Rock Johnson-Outfit. Ja. Ähm, ja, ich hab noch ein paar andere auch. Okay, Aber basically, ich kriege halt so viel von Vested, weil ich ziehe das auch einfach gerne an, Mann. Shoutouts an danke Dankeschön. Okay, Edlen 5, let's get Edlen 5. Warst du jetzt gerade gekränkt, dass ich gesagt habe, du hast deine Mütze auf dein Ding aufgepasst, oder was? Nein, Arschloch, mach weiter. Ah, gekränkt, gell? Nein, war ich nicht. Okay, hör zu. Du musst jetzt ranken Berufe. 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 Okay. Okay. Jetzt möchte ich dich vorwarnen, es sind jetzt nicht nur so, es sind jetzt nicht nur fünf Berufe, wie so, ich habe jetzt nicht so Schneider, Müller, Bäcker, Ficker. Sondern ein bisschen besondere. Sondern es sind teilweise vielleicht Sachen, die man kennt mhm. und teilweise vielleicht ein bisschen exotischere Sachen. Okay? okay? Und ich möchte, dass du rankst nach eins, bester Job, gegen fünf, schlechtester Job und Loki sind das schon Schmutzmenschen. Sagst du damit, sagst du damit. Okay. Sagst du damit. Okay, wir fangen an mit Hedgefonds Manager. Boah. Boah! Boah, das ist echt gar nicht mal so einfach, ne? Mhm. Also, ich glaube, viele Leute hassen diese Leute von außen gesehen. Ja. Ähm, Wollen wir den kurz den Grill mal ausmachen? Ja, ja, er macht den mal aus. Also, ich glaube, viele Leute hassen diese, diesen Job so von außen, würde ich sagen. Boah, ich boah, ich kann gar nicht so krass argumentieren. Ich würde es jetzt den einfach aus dem Bauch heraus sagen. Ich würde bei dem einfach aus dem Bauch heraus direkt sagen ohne Argumentation ist eine 4. Oh. Also ich würde das glaube ich nicht gerne machen, weil ich glaube, es ist viel so mit so handy, êtes, you know und, ähm, so, und viel analytisch und 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 ich glaube, die Leute feiern dich auch einfach nicht, wenn du das machst. Ich muss vielleicht noch zu sagen, da steht, da steht da steht was in Klammern dahinter, sorry. Da steht Hedge vom Manager Klammern riskant. Der macht riskante Geschäfte. Oh mein Gott. Also Loki verlieren auch Leute vielleicht ihr Geld halt durch den. Ach du Scheiße. Okay. Aber vielleicht auch nicht. Also es ist halt, es ist halt so wohl für Fort Street. Okay, boah. Alter. Ich gehe mal mit einer 4, weil vielleicht hast du noch was Schlimmeres. Kommt ich glaube, dieser Pilz die ganze Zeit. Ich glaube, du willst mich in die Scheiße reinreiten, Nein, deswegen sage ich vier. Diesmal nicht. Ich mach's diesmal so, dass du die perfekte Reihenfolge bekommen wirst. Okay. Ähm, dann haben wir als nächstes Bäcker. Boah, also ich finde Bäcker sehr geil. Ähm, soll ich das so bewerten, als würde ich das selber gerne machen? Ob ich das selber ah. gerne wäre? Oder wie cool ich den Beruf finde? Wie, wie, wie einfach, wie, wie, ja, einfach Beruf Ranking. Okay, an okay. Sich. okay. Also ich finde, Bäcker ist auf jeden Fall ein sehr ehrenvoller Beruf. Ich finde, äh, wenn wir was in Deutschland haben, was geil ist, dann sind ist es gute Backwaren. Das Und ich bin wirklich sehr ja. stolz. Also da bin ich, da bin ich, das ist so das, wo ich patriotisch bin. Stolz Deutscher zu da sein. bin ich stolz, Deutscher zu sein, ja. dass wir dieses geile Brot haben, Bro, dass wir diese. Weißt du, Brötchen, das Blausen. ist einfach was in unserer Kultur, das finde ich einfach wirklich sehr schön. Ja. So, das ist so, ich weiß, nach außen hin, wir stehen immer für so Sauerkraut und Bier und Autos, aber Bro, unser Brot, Digga, unser Brot ist, ist wichtig. A, -A plus, S-Tier. Ja. Ähm, boah, ich finde Bäcker, ultra cool. Das Einzige, was ich da halt nicht so cool finde, ist, die müssen mal ihr Sortiment ein bisschen upgraden, ein paar neue Sachen mal reinbringen. Ja, das ist ja scheiße, egal, Bro. Du bewerst ja nicht das Sortiment oder so einfach. Ja. Bäckerberuf. Boah. Ich sag ehrlich, ich finde Becker sehr, 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 sehr fresh. Ich glaube, ich pack's mal auf die zwei. Okay. Wo hattest du Hedgefonds hingepackt? Auf die vier? Vier, ja. Okay, machen wir Becker auf die zwei. Dann haben wir als nächstes Genmanipulationsforscher. Boah. Kurze als Info für dich. Es handelt sich hier um nicht um jetzt so Leute, die so bei, an Menschen forschen, so diese CRISPR und so Sachen, sondern es handelt sich hier um diese Leute, die so den Mais zum Beispiel gehen, verändern. Dass er das ja größer dass, ist, oder? Dass so. die in den USA mehr Ertrag haben, ja. aber es ist auch low-key ungesund für Menschen, ja, gehen, ferner das Zeug so. Okay, aber es, also. Würde, würden die Leute denken, dass es ungesund ist oder wäre es actually ungesund? Weil ich glaube, das ist ja noch gar nicht bewiesen, oder? Dass es das verändert ungesund ist, oder? Ich glaube, es ist nicht gut auf jeden Fall. Ja? Sonst steht doch überall immer drauf, no no, not genetically. Okay, ich, in doch. der in, in EU ist verboten sogar. Ja, okay, dann wird es den Grund haben, ne? Ja. Um, boah, das, also, das ist ein schwieriger. Einerseits ernährst du die Welt damit, mhm. andererseits schlecht und du hilfst unsympathischen Konzernen noch mehr Geld zu verdienen. Stichwort Monsanto. Euch oh, schaue ich an. Okay. Ja. Was machen die? Wer ist das? Ja, das sind Wichser. Okay. Ähm, boah, das ist ein, das ist ein tough one. Also ich glaube. <laughs> Aber heute Instagram? Ich glaube. Die ich, edlen fünf Freunde schickt Sachen ein in die Kommentare. Ich glaube, ich finde es nicht ganz so verwerflich oder was jetzt verwerflich. Ich finde es, glaube ich, nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so uncool wie Hedgefondsmanager. Ja. Aber ich finde es jetzt auch nicht so mega ehrenvoll wie jetzt zum Beispiel ein Bäcker. Weißt du, der so, der macht, weißt du was, der macht einfach, der macht einfach diese Brötchen fürs Volk. weißt du? Das ist du? ein ehrlicher Mann. Das ist einfach ein ehrlicher Job. Oder eine Job. Frau. Oder eine ehrliche Frau, ja. Das ist wie einfach Mario Barth nicht sagen würde. Bäckerin würde Mario Barth nicht über die Lippen bekommen. Das, das ist einfach ein ehrlicher Job, weißt du so, das, das, da wird einfach noch was, da wird einfach was produziert, das wird einfach verkauft und das ist gut. You know? ja, 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 Und da gibt es keinen Haken ja. bei einem Bäcker. So bei diesem, bei diesem, was du gesagt hast, gibt es irgendwie noch einen Haken, ja. aber jetzt nicht so ein krasser wie Leute von alles an ihrem Ersparten oder so, wie bei einem Hedgefondsmanager. Ja. Deswegen würde ich sich auf die mittlere 3 packen. Eine 3-Gen-Manipulationsforscher, okay. <laughs> Bro, wie besonders, Digga, was du rausgesucht hast. Dann haben wir No, actually, ich helfe dir dabei, dass du es heute gut machst, Bro. Es ist keine Falle heute dabei. Dann haben wir Postbote. Boah. Kaukuz, er überlegt. <laughs> Für alle Spotify-Zuhörer, überlegt gerade. Boah, das ist schwer. Ich glaube, ich hätte Postbote, also ich würde Postbote jetzt halt nicht auf die 5 packen. Ich habe noch 5 und 1 halt, ne? Ja. Hopp oder Flop. Ja. Postbote ist halt nicht uncool. Aber, also, beziehungsweise Postboot ist nicht uncooler als Hedgefondsmanager. Boah, das ist schwer. Aber, Aber ist also, guck mal, es geht jetzt auch Job nicht nur um cool und, oder uncool, sondern vielleicht halt auch, sag ich mal, naja, also, weißt du, ist es so ein, ein Postboot, der halt, der rackert sich ja schon halt aus seinen Arsch ab. Also ist es ein, würden Leute eher ein Postbote gerne sein also oder ein Hedgefondsmanager? Was ja. fährt der Hedgefondsmanager für ein Auto? Was fährt der Postbote für ein ja, Auto? Ja, okay, okay. Also, wenn man das so nimmt, dann. Ja, ich denke, ich muss Postbote auf die 5 packen, leider. Okay. Mm, weil ich glaube auch, <laughs> dafür können die selber gar nicht, glaube ich, <laughs> weil die so vom Job, weil die vom Job immer so, von den, von, vom Arbeitgeber so gefickt werden. Aber Bruder, wie oft einfach die bei uns nicht hochkommen, sondern einfach die Sachen unten in die in den Eingang Schweine, schmeißen, ja, Junge. Ja. Und dann wird es einfach geklaut. Fuck mich einfach böse ab. Deswegen, ich glaube, ich hätte es jetzt von Anfang an nicht auf die 5 gepackt, aber in diesem Ranking Großes kommen die bei mir halt auf die 5. Also Kevin Teller sagt Postboten sind faule Schweine. Äh, packt er auf die 5 und dann haben wir noch den letzten Job übrig. Du hast jetzt noch die 1er ja, und Jetzt werde ich gefickt. Das ist Kopfgeldjäger. Ja. <lacht> <lacht> die steht den 5 Schlag zu. Du Bastard. Oh Gott. Wie er gesagt hat, ich fick dich heute nicht. Na, ich dachte Talk, du machst den Postboten auf die 1, Bro. Ja. Ja, Kopfgeldjäger finde ich mega cool. Okay, realtor, realtor. Kennst du diese Show in USA, wo das so Kopfgeldjäger holen so Leute aus dem Haus raus? Nee. Die verhaften. In USA dürfen die die verhaften auch und so. Ja? Einfach sind sind Privatleute, bro. Die kommen mit so Gun an, sagen so, ey, du bist, du hast diesen, diesen, Haftbefehl. Er sagt so, nein. Der sagt so, schlag die Tür ein. Ganz krank da. Bro. Alter, jetzt geht's zu Ende mit ihm. Ja, also Kopfgeldjäger habe ich jetzt hier reingenommen, wirklich. Also muss ich sagen, das war ein Vorschlag von ChatGPT, noch ja. Kopfgeldjäger zu nehmen. Äh, fand ich aber einen sehr, sehr starken Vorschlag. Ich habe dich hier wirklich nicht versucht zu ficken, aber du hast dich selber gefickt. Okay, Frage. Ja. Würde man da als Kopfgeldjäger hingehen und Leute töten? Töten darfst du nicht. Ach so, die einfach, nur, du holst die einfach nur ran. Ja, du musst die du nimmst sie fest. Also es ist wirklich, wie, das ist wirklich in den USA noch wie im wilden Westen, Bro. Du nimmst die Gauner fest und bringst sie zum Sheriff und der macht die dann ins Gefängnis. Boah, Alter, sorry. Nicht schlimm. Mich zerfetzt es gerade komplett hier. Nicht schlimm, Bro. Wir können auch kurz schneiden. Bitte schneiden. <laughs> Geht's so, jetzt bin ich wieder da, ja. Okay, okay. Ähm. <laughs> Was ist passiert, Bro? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so eine... Ich glaube, es ist die Kombo aus. Wir trinken Apfelpunsch, ich bin allergisch auf Äpfel. Oh mein Gott! Und ich habe gerade so eine... Ich habe gerade so eine viel zu kross gebratene Bulette <lacht> <die> <lacht> beim Hals so stark ist <laughs> Du bist ja allergisch gegen Äpfel, Bro mhm. Und du trinkst Apfelpunsch Ja, aber der ist lecker <laughs> ähm, Ich sag ehrlich, ich finde, ich finde Kopfgeldjäger hat irgendwie noch was freshes Okay Also irgendwie ist es ja, auch cool Ich ja, meine, ja. ganz ehrlich, sag mal Guck mal, du sitzt doch so beim Familienessen Und du sagst so ja, Leute, ich bin jetzt Kopfgeldjäger. Das ist krass, das ist ehrlich Bro, krass. Ich sag das dir ehrlich, krass. die Leute werden erstmal zuhören. Auf Englisch würdest du sagen, ich bin Headhunter. Die Leute würden erstmal zuhören, weißt du, ja, was ich meine? Ja. Nee, finde ich stark. Ey, ich finde Kopfgeldjäger ist die Eins. Okay, also Jobranking von Kevin Teller auf der Eins, Kopfgeldjäger. Auf der Zwei, Bäcker. Auf der Drei, Genmanipulationsforscher. Gen dann Hedgefondsmanager. Und dann zum Schluss die faulen Schweine, die Postboten. Kann man das so festhalten für dich? Oder sag das nicht so ab, die armen Postboten hier zuhören. Die machen doch auch nur ihren Ach, Job. Hier, die machen alle ihren Job außer Hermes. Oder? Das können wir uns einigen. Ich drauf. weiß nicht. Ich, ich nehme oder? keine Pakete mehr an. Also Hermes ist wirklich gottlos, aber die, die müssen halt wirklich schuften. Das ist so der Subunternehmer vom Subunternehmer, der kriegt dann noch so pro Tag irgendwie drei Cent oder so. Und, äh, und dann muss er noch warten, bis du deinen fetten Arsch aus dem Bett quälst, weil du, weil du die verschlafen hm. hast wieder, ne? Oder halt deine Angestellten, die die Post abholen für dich. Ja, da dein genau, Portier ja. oder wie heißt der? Ja, ist er. Ja. Wie heißt der nochmal? Mr. Simon? Mr. Simon, ja. Was willst du von mir? Was für Mr. Simon, Digga? Dein Portier, wie heißt der? Ich hab keinen. Wer nimmt die Pakete dann an? Niemand, wir selber. Marsha. Okay. <lacht> <lacht> okay. Dein Portier heißt Marsha. Ach, Digga, Freunde, schickt uns Vorschläge ein für die edlen Föhn Ja, Mann, wie immer bei äh, Edeltalk Insta, ist glaube ich das Beste. Einfach eine Kategorie schreiben und am besten, wenn ihr Bock habt, Vorschläge. auch nochmal <laughs> noch fünf Dinger, die wir ranken sollen. Beim nächsten Mal bin ich wieder dran für Dominik. Schreibt gerne rein. Äh, Tim ist immer aktiv in den DMs und guckt da eure Dinger durch und sucht uns dann eine geile raus, dass wir uns auch nicht spoilern können. Oder ansonsten noch YouTube-Kommentare. YouTube-Kommentare geht auch. Wenn ihr kein Insta habt oder so. Genau, genau. Okay, dann haben wir noch heute den Kalender. Es ist heute der 21. Boah, ich werde den Kalender vermissen, ne? Wir haben, das ist jetzt die vorletzte Folge, wo wir den Kalender aufmachen. Magst du deinen Vornamen oder hättest du gerne einen anderen? Boah. Real Talk, ich mag meinen Vornamen sehr gerne. Ich finde, wow. der passt doch voll gut zu mir, oder? Ja. ja, du bist ein Dominik. Ja. Ich finde halt, mein Name Kevin ist jetzt nicht. Okay, es gibt eine Downset am Namen Kevin. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, stöhnen Leute beim Sex-Action-Namen. <laughs> ist das ein Ding? Habe ich jetzt noch nicht erlebt, glaube ich, bis auf einmal oder so. Also es ist kein, kein stöhnable Name, weißt du? Ke Kevin ist ein Stö <laughs> mehr stöhnable als Dominik. Ja, okay. Du hast so viele Silben. Wieso ja, Okay, okay geht eigentlich, ja. Ja, ja, okay, so pro Stoß immer eine. Pro Stoß Silbe. Ein, ja, 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 <laughs> ja, 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 ja. Ja, okay, Kevin kann man so lang ziehen, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so der erste. Kevin! Wie würdest du Kevin stillen? Ja, so, Kevin! So, oder? So, auf einmal, so, oder? Ist so, alles mit einmal. Oh, Kevin! Ja, oder so. Ich find, oh, Kevin ist so wie so ein Producer-Tag. Ja, 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 ja. Oh, Kevin! Es gibt Kevin diese, on the Dick! Es gibt doch einen. <lacht> <lacht> es gibt doch diesen einen von dem, für Pascha und so mal. Der hat irgendwie so, Kevin in the Speed, ey. Kennst du das? Ja. Okay, gut, dann scheiß drauf, dann ist es jetzt unangenehm. Ähm, ja, das ist die einzige Downside, die ich so, die ich so, die ich so hab. Ähm. Aber ansonsten? Und, und ansonsten finde ich meinen Namen aber cool. Also ich finde, der Name passt halt einfach wie die Faust aufs Auge zu mir. Ich bin halt einfach ein Kevin. Okay, you know? ja, das stimmt. Ich finde das... Real das Talk. Ich, find, ich das finde auch, diese, diese dummen kevin Memes sind auch so fucking... Krank, die sind auch tot inzwischen. Die sind so tot inzwischen. tot, tot inzwischen. zum Glück ja. auch. Ja, die waren scheiße. Ähm, also ich finde es stark, Bro. Du stehst ja zu deinem Namen. Du hast dem Namen auch neues Leben irgendwie eingehaucht. Finde ich sehr, sehr stark von dir. Wow, digga! Ich finde, du wie es wieder geschafft, hast du kleckern, Bro. Ja, <laughs> äh, ich finde, Tim passt auch sehr gut zu seinem Namen. Also ich <laughs> finde, du bist ein richtiger Tim. Ja. Und ich finde, Miguel. Also ich habe selten jemanden gesehen, der so krass ein Miguel ist. Mm. <laughs> ja, nee, Nein, for real, for real. Check ich. Check Miguel ich. ist auch ein krasser Sänger. Wusstest du das? Krasser Interpret. Der <laughs> hat diesen einen, diesen einen äh, TikTok-Hitsong. Dieses ähm, If you wanna, if you be a butterfly, I'll the. Ich sehe wieder cash, Cash. Ja. Ein net, wieder Bock. Ja. Das war die Gäste. Freunde, meine Empfehlung der Woche habt ihr schon gehört. Das war uhuhu. der Pizzateig. Uhuhu. Hier, oh, Hier wackelt oh, was. Hier wackelt was. Uhuhu. Ja, uhuhu. Uhuhu. <laughs> wir, wir raus. Haben, wir haben hier noch das vierte. Sorry, wir haben noch eine Sache vergessen. Alter, das ist so chaotisch heute. Was so ist so geil? Beste Folge ever. Schreibt mir in die Kommentare. Ja. Wir haben äh, noch eine Sache vergessen. Und zwar den vierten Advent von meiner Mom. Oh. Wir sagen. Oh, ist das ein Gutschein? Es oh. ist das ein Gutschein für Tanz der Vampire mit meiner Mom. Wie? Das Musical? Ja. Ja, geil. Das hier bestimmt nicht. wann steht hier. Fröhliche, oh mein fröhliche Gott. Weihnachten. Simone, du bist die Beste. Wow. Retalk, Bro, weißt du, was das ist? Das war das erste Musical, nämlich war. Mein Lieblingsmusical. Danke simone. Ich weiß jetzt schon, dass er es nicht mögen wird. Hier, hier sind so Gaming-Sachen. Hier ist ein Gaming-Headset in Schokolade. Und hier ist noch so, hier steht so New Game. Wer <laughs> willst du ein bisschen zu haben? Ich jetzt hier ja, okay. so. Mm. Ey, Simone, vielen Dank. Meine Empfehlung der Woche ist eine neue Serie auf, auf Netflix. Jetzt kommt die Zeit, wo ihr sehr viel Zeit habt, mit euren Liebsten oder auch alleine <laughs> Netflix zu schauen. Und ich empfehle euch die Serie Only Murders in This Building. Ist mit Selena Gomez zusammen. Es geht um True Crime. Es ist ein Gebäude. Es passiert dort Mord. Mehr verreiche ich nicht. Bis jetzt habe ich das Video bekommen. Sehr, sehr spannend. Selena Gomez ist overrated. Bro, die Warum ist Selena Gomez die, die meistgefolgte Person auf Instagram? Bruder, das macht keinen Sinn. Selena Gomez ist Retalk eine Maus. Ich glaube nicht, dass sie nicht korrekt ist, aber es macht keinen Sinn, dass sie die meistgefolgte ist. Scheiß doch drauf, Leute mögen die halt. Hast du ein Scheißproblem damit? Nein. Ich, ich finde, die sollte schon sehr berühmt sein. Ich, ich finde, die, bin sollte Selinator. Nur, die sollte so auf Platz 3 sein, Bro. Die ist nicht Platz 1. Wer eins. ist auf Platz 1? Du oder weiß weiß Monte? Äh, ja, wer jetzt verdient auf Platz 1 Instagram? Digga, ich sag ehrlich, hält der, hält der Steine. Okay, 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 <laughs> Selena Gomez, du musst auf Platz 2, Bro. Wir müssen Hält der Steine auf die 1 bringen. Digga, hält der Steine auf 1, Junge. Thomas Planke. Inhaber hält der Steine. Der heißt nicht Planke. Doch, oder? Doch. <laughs> doch. doch, der heißt Thomas Planke, Digga. Nein. Nein doch. Der <laughs> heißt Planke. Ach so. <lacht> <lacht> <laughs> oh, der arme Mann. Wirklich? Es ist Weihnachten. Wie kannst du mir jetzt noch seinen Namen falsch ich sagen? Entschuldigen. Thomas, Thomas Planke. Thomas Planke, Planke Digga. Vorsatz ähm, von uns fürs neue Jahr ist, Folge mit Hilda Steine Scheiße, wieder. Er heißt wirklich Thomas Planke. Ja, war, war, Bruder, das ist so peinlich gerade. Mm. Der lädt uns nie wieder ein. Sorry, Mann. Vorsatz fürs nächste Jahr wieder Podcast mit Heldersteine äh, mit machen. Ja, Mann. Okay. Vorsatz für euch, Freunde: dieses Video zu liken und auf Spotify 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Und natürlich nächsten Sonntag, 18 Uhr, wieder einzuschalten. Yes. Ich hoffe, ihr habt diese Folge ohne psychische Schäden verkraftet. Falls nicht, tut es leid, können wir euch auch nicht helfen. <laughs> äh, und äh, frohe Weihnachten euch und eure Familie. Macht's yes. gut. Ciao, ciao. Ciao.